Ja, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Schön, dass ihr heute zahlreich erschienen seid zur Freitagsmeditation in der Günterstraße 39 hier in Hamburg im Tempel. Und auch herzlich willkommen an alle, die sich von außen dazugeschaltet haben und sich heute die Zeit nehmen wollen, einmal nach innen zu gehen und wirklich was Gutes für ihren Geist zu tun. Ja, ich bin Susanne Petersen. Ich studiere seit 2014 hier am Dharma-Kolleg, beziehungsweise habe angefangen mit dem Grundstudium. 3 Jahre geht das kann man auch berufsbegleitend durchführen. Und habe dann das Vertiefungsstudium durchgeführt. Und das Dharma-Kolleg, was ich gerade schon erwähnt habe, ist ein Vollzeitstudium. Das mache ich hier 6 Jahre lang in Vollzeit seit 2020. Und ich würde euch ganz gerne von diesen Schätzen an diesen wunderbaren Belehrungen, die ich durch meine tibetischen und die westlichen Lehrer bekomme, einmal teilhaben lassen und ein wenig davon mit euch teilen, dass ihr das in euren Alltag mitnehmen könnt, nach Hause und vor allem in euer Herz. Und heute soll es um den Buddha des Mitgefühls gehen, die Praxis des Mitgefühls, eine ganz zentrale Praxis im Buddhismus, im Buddha-Dharma. Und zu Anfangs der Praxis sollten wir uns zunächst einmal erfreuen, dass wir eigentlich so gute Umstände heute haben, dass wir hier zusammengetroffen sind, dass es uns körperlich und geistig relativ gut geht, dass wir ja innere und äußere Gegebenheiten haben und Umstände haben, dass wir das heute hier zusammen ausüben können und praktizieren können und etwas mit dieser Lehre, die so wertvoll und kostbar ist, einmal überhaupt in Kontakt kommen können. Man muss nämlich ein sehr gutes Geschick mitbringen und auch sehr gute Anlagen haben, damit man überhaupt mit dieser Praxis konfrontiert wird, überhaupt davon hört und dass es überhaupt diese Überlieferungslinie bis heute vom Buddha bis zu uns durch qualifizierte Lehrer übermittelt worden ist, ja, und jetzt hier qualifiziert weitergegeben werden kann durch Leute, die sich wirklich jahrzehntelang mit dem Buddha-Dharma beschäftigen und die Praxis auch wirklich ausgeübt haben und meditieren und ihre Erfahrungen dann möglichst authentisch und undegeneriert dem Buddha-Dharma weitergeben können. Das ist eigentlich unser Ziel, dass das hier im Westen lebendig sein kann und dass es möglichst vielen Leuten größtmöglichen Nutzen bringt für ihr persönliches Leben, aber auch für das kollektive Leben, eigentlich für die gesamte Gesellschaft letztlich. Ja, und ihr habt euch auch die Zeit heute genommen, das mit uns zu praktizieren heute Abend. Ihr habt euch hier eingefunden und ihr wollt euch heute etwas Gutes tun. Da würde ich zur Praxis des Mitgefühls auch gerne noch auf den Podcast verweisen von Oliver Petersen, der gerade frisch rausgekommen ist, Buddha bei die Fische. Und ja, das könnt ihr euch gerne mal zur Gemüte führen. Das ist sehr inspirierend aus meiner Sicht. Ich habe ihn schon gehört und kann sagen, sehr viel bereicherndes und tiefgehendes Wissen über diese ja, so tiefgehende Praxis enthalten. Und selbst wenn man sie jetzt noch nicht praktizieren kann, ist das doch eine ganz große Kraftquelle, einfach einmal damit in Kontakt zu kommen und erstmal Berührung damit aufzunehmen. Und insofern könnt ihr das gerne mit Pascal Herth und Oliver Petersen einmal hören, wenn euch das interessiert, und in Gänze und ganzer Länge einmal eintauchen in das Tantra und in das Gottheiten-Yoga. Und aus buddhistischer Sicht und auch wissenschaftlicher Sicht ist es ja so, dass wir ja nicht nur angesichts der Krisen unserer Zeit, sondern auch allgemein geistige Kraft behalten wollen und auch einen konstruktiven Umgang mit dem Leben allgemein brauchen. Ja, und eben der Buddha-Dharma ist gerade dafür da, dass wir unseren Geist resilient und stark machen, dass wir gewisse innere Kräfte in uns wecken, dass wir positive Eigenschaften in uns kultivieren können. Und das machen wir eben durch gezielte Übungen, zum Beispiel heute Abend auch wieder. Und aus Sicht des tibetischen Buddhismus ist die Gottheitenklausur, das Gottheiten-Yoga, über das ich eben schon gesprochen habe, das Intensivste, was wir eigentlich machen können, auf der Methodenseite, wo es um das gute Herz geht, was wir eigentlich entwickeln wollen. Und da können wir erstmal so vorgehen, dass wir uns zunächst überlegen, warum ist das eigentlich sinnvoll, Mitgefühl zu entwickeln? Warum brauche ich das so dringend für mein Leben? Warum wäre das so gut, wenn ich das in meinem Herzen mehr und mehr entfalten, erwecken und ausdehnen könnte? Ja, und dann gehen wir weiter so vor, dass das Mitgefühl, dass wir uns einmal
an bestimmte Situationen erinnern und erinnern, wo habe ich eigentlich mal wirklich mich mitfühlend gefühlt? Wo habe ich diesen Geisteszustand in mir einmal hervorgerufen, zustande gebracht? Und dann konzentrieren wir uns einmal auf diesen positiven Zustand. Ja, wir verweilen darin und wir verankern uns darin. Und wir versuchen uns dann später auch im Alltag, das wieder zu vergegenwärtigen. Das sind ganz wichtige Geisteszustände bzw. Geistesfaktoren, Selbstbeobachtung und Vergegenwärtigung. Die brauchen wir bis zur Buddhaschaft, sage ich mal. Und das ist eigentlich schon der gesamte Weg, dass wir diese Faktoren sehr genau schulen und in uns verfeinern. Selbstbeobachtung heißt eigentlich nur, wir haben so eine Art Spion im eigenen Geist sitzen, der beurteilt die Lage, was sind eigentlich so für Zustände in meinem Geist gerade, sind sie positiv, sind sie neutral, sind sie negativ, und er passt ein bisschen auf, ob da negative Zustände quasi unseren Geist verwirren wollen und darin auftreten. Ja, und die Vergegenwärtigung, die ist ein ganz wichtiges Handwerkszeug im Buddha-Dharma, die ist dafür da, dass wir ja, uns erinnern, was wäre denn eigentlich richtig zu tun, was wären eigentlich diese heilsamen Geisteszustände, die ich eigentlich anstrebe und die ich eigentlich einsetzen möchte. Was sind zum Beispiel geeignete Gegenmittel, wenn ich sehr unruhig werde, wenn ich wütend werde, wenn ich einem Provokateur begegne, ja, oder wenn ich Sorgen habe, Kummer, Ängste. Und da ist es sehr gut, wenn wir uns immer wieder an die Methoden erinnern können und sie dann durch Übung quasi verfeinern in uns und dann auch immer schneller abrufen können. Mit der Zeit wird das gelingen, ja? Das ist ein schrittweiser Prozess. Und ein anderer Weg ist, dass wir uns das Mitgefühl einmal in einem vollkommenen Wesen verkörpert vorstellen, den Buddhas. Wir sehen ja hier einige Buddhas in diesem Raum auf den Tankas. Und die sind wirklich eine Kraftquelle und Inspirationsquelle. Und sie symbolisieren verschiedene Aspekte, also Qualitäten und Eigenschaften, die wir eigentlich selber gerne in uns hätten und abbilden wollen. Das sind Qualitäten wie Mitgefühl, große Tatkraft, also Freude am heilsamen Tun und eben Weisheit. Und viele mehr. Und wenn wir über die Buddhas meditieren, am intensivsten ist das eben im tantrischen Buddhismus, in der Gottheiten-Yoga-Klausur, dann nimmt man sich eben in so einer Klausur eine Art Auszeit, zum Beispiel in unserem Meditationshaus in Semkirling ist das der Fall. Und da bekommen wir Unterweisung dazu. Man beschäftigt sich mal eine Zeit lang richtig intensiv mit einer Praxis, mit einer Übung und würde dann einen Text haben, ein Sadhana, eine Rezitation, die uns eben hilft, diese Übungen durchzuführen, die einen letztlich in den Buddha-Zustand transformieren. Natürlich schrittweise, ja. Immer gehen wir einen Stufenweg, der sozusagen uns bis ans Ziel bringt. Was das letztliche Ziel bringt, ist eben die Buddhaschaft zum Wohle aller Wesen, wirklich ein Buddha zu werden. Und was ist ein Buddha? Ein völlig vollkommenes Wesen, was ein vollendet entwickeltes, gutes Herz hat, mit eben dieser Tatkraft, ja, der Freude, wirklich andere aus dem Leiden zu führen. Und was eben entsprechend die Liebe, das Mitgefühl dafür hat und die Weisheit. Und keine störenden Emotionen mehr, alle Negativität ist überwunden und tatsächlich in der Lage ist, auch die Veranlagungen von jeder einzelnen Person zu kennen durch die Allwissenheit und einschätzen zu können, was würde dir jetzt gerade helfen auf deinem Weg? Was wäre genau für dein Leben, für den Punkt, an dem du stehst, das Richtige zu tun und zu praktizieren? Und eben auch entsprechend das zu geben, was diese Person dann braucht. Und das kann man eben mittels der Allwissenheit, wenn man diesen Zustand, diesen geistigen Zustand, diesen Bewusstseinszustand irgendwann erreicht hat. Ja, und da würde man sich so 4 Übungen am Tag damit beschäftigen in so einer Klausur und tatsächlich dann auch dieses Resultat immer wieder in sich selbst hervorrufen und das eintrainieren, einüben, bis man sich diesem Zustand immer weiter annähert und dann auch wirklich so ein Selbstläufer sich entwickelt. Wir können uns das vielleicht vorstellen, unsere negativen Emotionen sind ein Selbstläufer. Die laufen ganz automatisiert ab, da brauchen wir gar keine Hilfestellung. Da fragen wir nicht, kannst du mir mal helfen, dass ich irgendwie schlechter drauf komme? Nein, das passiert eigentlich ganz von alleine. Da braucht nur mal einer durch die Tür kommen, komisch gucken. Da geht es uns schon nicht mehr so wohl, da kriegen wir Zweifel. Da denken wir uns unsere Geschichten zusammen und fühlen uns auch schon entsprechend unwohl. Und da brauchen wir uns überhaupt keine Anstrengung oder Mühe geben. Umgekehrt ist es so, wenn wir uns auf einen Weg wie dem spirituellen Weg begeben und erstmal was üben müssen, ja, erstmal eine Sache, die uns fremd erscheint, unvertraut,
quasi Gewöhnung dran finden müssen. Und wir bringen noch einen Affengeist mit, der ständig woanders rumspringt und abgelenkt ist und immer zu anderen Objekten gehen will, aber bitte nicht meditieren oder auf dem Kissen in Ruhe mal in die Stille gehen oder eben was studieren oder heilsame Dinge denken und tun. Also da haben wir sehr viele Hindernisse natürlich in uns, insbesondere in so einer Konsum- und Ablenkungsgesellschaft. Und da fällt es uns manchmal schwer, wirklich A, in die Stille zu kommen, B, wirklich die Übung konsequent zu machen, auch wenn es uns mal nicht so wohl geht, und eine gewisse Kontinuität in der Praxis aufzubauen. Also wirklich zu versuchen, dran zu bleiben und auch an vielleicht nicht so guten Tagen zu sagen, ich setze mich da jetzt mal hin, nehme das als Insel für mich und ich mache diese Übung, weil es mir letztlich gut tut. Und weil ich meinen Geist ein bisschen zähmen möchte und in die Richtung bringen möchte, dass ich quasi ja, ethischer mich verhalten kann, dass ich konzentrierter werde, dass ich ruhiger werde und dass ich stabiler insgesamt bin. Und dann stellt sich natürlich auch eine gewisse Klarheit ein, auch für Lebensentscheidungen. Und das übt man und dann nähert man sich diesen Zuständen an. Und wenn es dann schon ein bisschen besser geht, werden wir auch sehen, dass wir die Erfolge tatsächlich gemacht haben. Also wir werden das mit der Zeit feststellen, wenn wir an unsere üblichen Punkte kommen, die uns sonst immer mal schwerfallen, dass sich dann doch schon etwas getan hat in unserer Entwicklung. Und dass sich da doch schon etwas verändert hat. Und ich habe jetzt ein Bild mal einstellen lassen. Also für alle, die von außen dazu geschaltet sind, seht ihr jetzt da den tausendarmigen Avalokiteshvara. Und für alle, die sich hier mit uns im Raum befinden, die können sich mal dieses Bild hier anschauen auf dem roten Gebetsbuch. Und da würde ich euch gern etwas dazu erläutern. Also es gibt ja den tausendarmigen Avalokiteshvara, den vierarmigen und den mit zwei Armen. Und der Tausendarmige ist besonders eindrucksvoll, denn er verkörpert diese Kraft und seine Bereitschaft, den Wesen zu helfen, so wie sie es brauchen. Und er reicht seine Hand und in jeder Handfläche ist ein Auge, wie ihr sehen könnt, das alles richtig erkennt, für die Weisheit. Und damit verbindet er die praktische Seite des Lebens, also einmal das gute Herz und die emotionale Seite einerseits, indem er eben diese vielen Hände reicht und wirklich hilft und wirklich dahin geht, wo es weh tut. Und eben die Erkenntnisseite für die Weisheit. Ja, und Avalokiteshvara hält vorne in seinen Händen das wunscherfüllende Juwel. Das könnt ihr sehen. Das steht für Mitgefühl. Und der Gedanke ist, wenn man Mitgefühl hat, dann hat man automatisch alle anderen Tugenden. Also alle anderen guten Eigenschaften stellen sich eigentlich über das Mitgefühl mit ein. Die kannst du gar nicht ohne das Mitgefühl quasi denken. Und vielleicht als Beispiel, ihr kennt das ja, vielleicht eine Mutter, die jetzt ein einziges Kind hat und wirklich dieses Kind liebt, die würde ja auch automatisch wirklich freigebig sein und diesem Kind Trost geben, ihre Zeit aufwenden Tag und Nacht, würde immer da sein für dieses Kind, würde es natürlich bestmöglich versorgen und würde ihre ganze Liebe auf dieses Kind geben. Und ja, insofern müsste man ihr nicht erzählen, dass sie erstmal freigebig werden soll oder etwas von ihrer Liebe, ihrer Güte zuteil werden lassen würde. Die höchste Art des Gebens ist der Dharma. Das nennt man auch Freigebigkeit des Gebens. Und das ist eine sehr wertvolle Art, weil es eben den Menschen insbesondere aus dem geistigen Leiden helfen soll. Und ja, eine Mutter hat natürlich auch Geduld oder entwickelt Geduld während ihrer Mutterschaft, ein Vater auch, ja, wenn er ein Kind großzieht und seine Liebe auf dieses Kind legt. Und alle anderen Qualitäten der sechs Vollkommenheiten. Natürlich ist man auch ethisch und tatkräftig, hat Freude daran, wirklich das Gute zu tun und das Kind auf eine gute Art und Weise großzuziehen. Und dann trägt Avalokiteshvara auch noch auf diesem Bild ein Lotus als Zeichen, dass er völlig rein in Samsara wirkt, auch wenn der Lotus aus dem Schlamm geboren ist, also aus dem Schmutz kommt. So wie unser Geist natürlich umwölkt ist von störenden Emotionen und störenden Gedanken und gewissen Verschmutzungen, die sich im Geist finden, die aber nie die Natur des reinen Geistes berühren können oder antasten können. Und traditionell kann man sagen, Samsara, das ist eigentlich die Existenzweise unter dem Eindruck von Unwissenheit. Also wir handeln jeden Tag, schon jeder Gedanke ist eine Handlung. Alles, was wir sprachlich tun, alles, was wir körperlich tun, ist eine Handlung und setzt natürlich Eindrücke in unserem Bewusstsein. Und all diese Handlungen werden quasi gespeichert, also setzen so einen Abdruck in uns, eine Art Gewöhnung, kann man sagen.
etwas, was wir später, wenn diese Anlagen geweckt werden, diese karmischen Anlagen, zu Glück oder zu Leiden führt, wenn es auf entsprechende äußere Umstände trifft im Außen. Und insofern kann man sagen, es geht dem Buddha gar nicht darum, ja, wie der Buddha die Welt empfindet, sondern man kann sagen, er versetzt sich einfach mal in unsere Lage, wie es uns eigentlich geht und wie wir die Welt hier erleben. Wie es uns eigentlich geht, wenn wir störende Emotionen haben, wenn wir unter den sogenannten drei Geistesgiften stehen, das nennt man Hassgier und Unwissenheit. Also wie wir dann leben und handeln und Beziehungen führen und welchen Leiden wir dadurch ausgesetzt sind, wenn das dann in Resonanz geht. Und ja, wenn man dann eben fragt, was ist Samsara, da sagte uns ein Lama mal ganz direkt, es ist dein alltäglicher Geist. Und ich finde diese Begründung oder diese Antwort, Samsara ist man selber, der eigene Geist, das kann einen schon ziemlich stark im Herzen treffen und ziemlich stark berühren. Mir geht es zumindest so. Ja, das Leiden kommt aus deinem alltäglichen Geist, wird damit gesagt. Die Art und Weise, wie wir mit Problemen oder den natürlichen Problemen, den Auf und Abs im Leben eben umgehen, wie wir reagieren auf diese, ist eben oft so, dass wir die Probleme noch ein wenig größer machen. Und es ist wichtig, darauf hinzuweisen, was die tieferen Wurzeln sind. Also man kann sagen, irgendwas stimmt da im menschlichen Geist nicht. Irgendwie hat er einen Knick in der Linse, die Dinge falsch einzuschätzen oder falsch zu beurteilen. Und man kann auch sagen, die Unwissenheit, so wird das eben genannt, als Wurzel aller Probleme, heißt, dass unser Geist eigentlich derzeit nicht im Einklang ist mit der eigentlichen Realität. Also der Meister Dhammakirti sagt, und da sind sich alle Buddhisten auch einig, dass die Unwissenheit eben das Greifen nach einem Selbst ist, so nennt man das im Buddha-Dharma. Und der Ablauf ist, dass wir ein grundlegendes Greifen nach einem Selbst der Person und der Phänomene haben. Daraus entwickeln sich Begierde und Wut, also Anhaftung und eben auch abneigende Geisteszustände, Anhaftung an Dinge, die wir unbedingt haben wollen oder Personen und wo wir enttäuscht sind, wenn wir sie nicht kriegen. Und eben Abneigungen, jedes ich mag nicht oder ich gehe in Widerstand oder ich lehne eine Situation oder eine Person ab oder eine Krankheit. Und letztlich splitten sich diese Hassgier und Unwissenheit eben nochmal auf in mindestens 20 Nebenleidenschaften, die es gibt und auch noch eben die 6 Wurzelleidenschaften. Und unter diesem Einfluss, wo wir eben diesen störenden Emotionen täglich ausgesetzt sind, begehen wir natürlich Handlungen. Wir handeln ja die ganze Zeit. Jeder Gedanke ist ja eine Art Handlung, kann man sagen. Und diese hinterlassen eben entsprechend diese Gewöhnungen, die wir im eigenen Bewusstsein ablegen, wo wir uns dann in eine gewisse Richtung, sage ich mal, konditionieren und entwickeln, wie wir denken, wie wir sind, wie wir mit bestimmten Situationen und Menschen umgehen. Wir prägen uns charakterlich sozusagen. Ja, und der Meister Nagarjuna sagt in den Grundversen zum Mittleren Weg, dem Madhyamaka-Vatara, den wir gerade studieren im Dharma-Kolleg, dass man eigentlich im Daseinskreislauf in Samsara kreist, aufgrund dieser Unwissenheit und aufgrund einer Vorstellung von einem innewohnenden, festen Wesen der Dinge, die wir den Dingen aus Unwissenheit zuschreiben. Ja, und er sagt, dass man befreit ist am Ende von allen Leidenschaften und allem Karma, wenn man da sozusagen die direkte Einsicht bekommt, die ein Yogi oder ein Heiliger hat, wie die eigentliche Realität und Seinsweise von uns selbst und den Dingen beschaffen ist. Und so kann man sagen, Karma und Leidenschaften entstehen aus falschem Denken, also dem begrifflichen Denken, unseren Gedanken, unseren Konzepten, die wir so haben über uns und die Welt. Und entsteht eben aus diesen Fabrikationen, Filmen, die wir jeden Tag spinnen, sage ich mal. Projektionen, die wir haben. Und die Fabrikationen werden aufgelöst oder beendet durch die Sicht der Leerheit. Wenn die Dinge tatsächlich, sage ich mal, so existieren würden, wie sie uns erscheinen, also alles wirklich immer so wäre, wie wir uns das denken, nämlich uns sehr unabhängig erscheint als inhärente Größe, dann wäre es überhaupt nicht möglich, dass aus Ursachen Wirkungen entstehen. Weil eine ganz festgelegte Ursache, die unveränderlich wäre und die quasi wie ein fester Block wäre, kann nun mal nichts Neues hervorbringen und eine Wirkung hervorbringen. Das wäre unmöglich, wenn ein Ding, was man selber nicht sich nicht beeinflussen lässt und nicht auf anderes stützt, also quasi nicht abhängig entstanden ist, quasi etwas wie eine Wirkung hervorbringen soll. Das wäre nicht möglich.
Und Veränderung wäre dann auch nicht möglich. Aber wir sehen ja, unser Geist lässt sich verändern. Der hat sich ja schon, seit wir ein Baby sind, in diesem Leben wunderbar entwickelt und verändert und viele Male quasi ja, neu gestaltet. Und insofern kann man sich vorstellen, dass Dinge einfach mal veränderbar sind, der eigene Geist veränderbar ist, Leiden veränderbar sind. Die sind flüchtig und vergänglich und die Leidenschaften eben auch. Karma ist auch veränderbar. Wir machen ja auch im Buddhismus, im Buddha-Dharma, viele Reinigungsübungen, Vajrasattva-Praxis zum Beispiel, da hatte ich auch einen Vortrag zu auf YouTube gegeben. Und das ist auch sehr wichtig, weil man dadurch eben sich von negativen, unheilsamen Eindrücken, die man schon im Bewusstsein gesetzt hat, Abstand nimmt und diese quasi bereinigt. Und sich auch vorstellen kann, dass man ein ganz anderes Wesen sozusagen entwickelt in sich durch diese Reinigungspraxis, indem man eben Schmutz des Geistes wegnimmt. Und jetzt können wir uns fragen, was wird also von dieser, was bedeutet eigentlich inhärente Existenz? Das klingt sehr kompliziert. Und was wird eigentlich von dieser sogenannten Leerheit widerlegt und verneint? Und da geht es eben darum, dass uns die Dinge eigentlich gewöhnlich erscheinen und wir eigentlich immer glauben, dass sie tatsächlich wahrhaft und inhärent, also festgelegt existieren. Als hätten sie irgendeine Art von unabhängiger Existenz, können wir sagen. So ein eigenes Wesen, ganz festgelegt. Wir als Person zum Beispiel. Und dann sehen wir eigentlich nicht, dass sie alle aus Ursachen bestehen, aus Bedingungen. Also ich bin von einer Mutter geboren worden. Ja, ich habe diverse Ursachen, dass ich überhaupt zur Welt kommen konnte, dass es mich überhaupt gibt in dieser Welt. Und wenn irgendein Teil davon gefehlt hätte, irgendeine kleine Situation schiefgegangen wäre, dann gäbe es mich womöglich gar nicht zu diesem Zeitpunkt jetzt, wie ich hier sitze. Und natürlich, Ursachen und Bedingungen waren dafür nötig. Und dann ist es auch so, dass wir eine Abhängigkeit haben von Teilen. Also ich sitze hier und bin abhängig von meinen körperlichen und geistigen Bestandteilen. Ja, ich habe Arme und Beine und einen recht gesunden Körper und innerlich sind da noch Organe und natürlich geistige Bestandteile, von denen ich sehr stark abhänge, die mein Leben sehr stark bestimmen, insbesondere meine Geisteszustände, in denen ich mich so aufhalte. Und insofern gibt es da natürlich auch eine Abhängigkeit von Teilen, auf die ich mich stütze. Und dann gibt es auch noch eine ganz starke Abhängigkeit von Benennung, nämlich von meinen eigenen Interpretationen. Wie beurteile ich eine Situation? Wie erscheinen mir die Dinge denn? Was für ein Selbstbild habe ich? Wie beurteile ich die Welt sozusagen? Und mit welcher Haltung und Einstellung gehe ich ins Leben? Jeden Tag aufs Neue, jeden Moment aufs Neue. Und kein Moment ist identisch mit dem folgenden Moment oder dem, der davor gewesen ist. Alles ist total veränderlich, von Augenblick zu Augenblick. Aber das kommt uns überhaupt nicht so vor. Es kommt uns eben sehr fest vor, festgelegt. Ja, und um diese Art und Weise geht es. Und unser Geshe sagte uns gerade, dass es gar nicht so entscheidend ist, dass wir Erscheinungen haben, die nicht mit der Realität übereinstimmen, was wir uns so denken und konstruieren in unserem Geist. Sondern er meinte, das Problem ist eigentlich, dass wir danach greifen. Also, dass wir glauben, was wir denken. Und das kann ich mir auch sehr gut nachvollziehen, wenn ich in meinen eigenen Geist schaue, dass jede Erscheinung, die ich habe und jede Interpretation, die ich mache und jede Wahrnehmung, die ich mache, dass ich ganz genau glaube, ja, so ist das, wie du dir das gerade denkst. Und das sehen wir ja auch in Situationen, wo wir Konflikte haben. Ja, wenn wir glauben, wir haben Recht oder wenn wir glauben, wir müssten irgendwelche Interessen durchsetzen. Meistens ist ja da Ego mit im Spiel. Ist ja nicht so, dass wir dann völlig frei davon wären, von einer gewissen Art von Selbstbezogenheit, von Begierde, also Anhaftung an etwas, was wir in dem Moment erreichen wollen, was uns sehr wichtig ist, in dem Moment zu kriegen. Und eine Art Übertreibung, die wir in die Dinge legen, mit denen wir die Dinge überziehen und damit wieder so starr und fest und unbeweglich machen. Und aufgrund dieser Übertreibungen handeln wir natürlich und sammeln wieder ja, Karma an für gewisse leidhafte Erfahrungen, die wir dann wiederum machen, wenn der andere in Resonanz geht zum Beispiel. Und insofern kann man sagen, dass uns die Dinge eben sehr fest erscheinen und eben unser Ich nicht so existiert, wie es uns erscheint, aber es existiert, ja. Ihr könnt mich ja durchaus hier sehr gut wahrnehmen. Aber die Art und Weise, wie ich existiere, ist doch eine andere, auch wie alle Phänomene in der Welt existieren. Und insofern kann man sagen, ein Beispiel dafür wäre vielleicht die indische Analogie, die ihr sicherlich auch schon mal gehört habt, dass man
Wenn man im schummrigen Dämmerlicht etwas sieht, vielleicht so etwas Längliches, Zusammengerolltes, und in Indien ist das ja durchaus denkbar, man sieht so etwas im Garten und denkt sich, das ist eine Schlange. Ja? Und was passiert dann daraufhin? Aufgrund dieses falschen Konzeptes, da ist eine Schlange. Was passiert da? Das ist das Lieblingsbeispiel der höchsten Lehrmeinung, der Prasangika Madhyamikas, die eben das Beispiel nehmen für ein verkehrtes Bewusstsein, für innewohnende, beziehungslose Existenz, die wir auffassen, für so eine wahrhafte, inhärente Existenz, die wir da auffassen. Und das Greifen nach einem Selbst, die Schlange, die man in das Seil da hineininterpretiert, da wissen wir, da ist ja nur ein Seil, keine Schlange, sage ich euch zumindest jetzt. Und die Verwechslung kommt aber einfach daher, dass man nicht sieht, dass da keine Schlange ist. Ja, wir denken es nur. Und so können wir uns auch vorstellen, dass wir eigentlich mit unseren Gedanken jede Wahrnehmung überziehen, auch jede Sinneswahrnehmung, und dass wir schon mal vorfiltern und vorinterpretieren, wie die Dinge aus unserer Sicht gerade sind. Und das ist nicht unbedingt immer eine heilsame Interpretation. Die ist oft auch sehr unheilsam und zieht sehr viel Leiden nach sich. Und von der anderen Seite aufgerollt das Beispiel: In der Folge passieren dann natürlich, kommen Ängste auf, wir begegnen allen möglichen Leidenschaften, Abneigung und so weiter aus dieser Falschinterpretation. Und wir sind von der Angst gefangen, die man in Bezug auf solch eine Schlange hat, die ja gar nicht entstehen würde, wenn man gar nicht denken würde, oh Schlange. Und nur weil man das eben nicht gesehen hat, dass da vielleicht nur eine Mala liegt oder eben ein Stock, kommt das Ganze ins Rollen. Und so ist das mit dem Greifen nach einem Selbst, kann man sagen. Also man hat etwas nicht gesehen. Man hat eben dieses Greifen nach einem Selbst, und in der Folge passiert es, dass wir viele Leidenschaften in uns selber spüren und dann eben auch handeln entsprechend. Und man kann sagen, das geht so auf eine Art Verdunkelung zurück, eines Nichtsehens. Und das sind zwei Arten der Unwissenheit, die es gibt. Einmal, dass wir Karma nicht verstehen, also welche Ursachen führen eigentlich zu welchem Resultat. Und einmal, dass wir eben eine Falschinterpretation vornehmen und quasi die Situation überhaupt nicht richtig erfassen können. Also man kann somit sagen, dass die ganzen Leidenschaften ihren Anfang nehmen in diesem Nichtsehen und einer völligen Falscheinschätzung einer Situation. Und das ist das ganz grobe Nichtsehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Kinderspielzeug hätte, so eine kleine Schlange hier reinwerfen würde, dann wäre vielleicht so ein kurzer Schreckmoment und dann würden die Leute merken, ach, ist ja nur ein Spielzeug, und lachen. Und dann wäre auch gleich diese Aufregung weg, ja? Oder diese Angst, die da vielleicht aufkommt, wenn etwas auf einen geworfen wird, wäre sofort weg. Und insofern kann man sagen, wenn dieser Geist beseitigt wird, der die Dinge falsch auffasst, auf tieferer Ebene jetzt gesehen, da ist gar keine Schlange, da ist gar kein inhärentes Selbst oder inhärente Phänomene in der Welt, dann haben wir sozusagen alle Leidenschaften beseitigt und sind auch aus dem Kreislauf des Leidens, des Daseinskreislaufes raus. Und das soll jetzt einfach nur mal ein Beispiel sein. Das Schlangenbeispiel war quasi auf der groben Ebene ein Beispiel. Und da geht es noch nicht ganz um die Leerheit. Aber es ist einfach so, dass wenn man die Dinge eben grob sieht im Alltag, also irgendjemand macht etwas, was uns missfällt zum Beispiel, oder sagt etwas und wir hören das, dass es dann schon so ist, dass wir unsere Geschichten drumherum spinnen. Und ein einfaches Beispiel ist dafür zum Beispiel, man stelle sich mal die Situation vor, man geht einfach durch die Stadt und man sieht jemanden, den kennt man, und man winkt ihm zu und sagt Hallo und möchte eigentlich in Kontakt treten, möchte eine gute Beziehung herstellen, und derjenige ignoriert einen scheinbar und geht an einem vorbei und sagt gar nichts. Und was passiert dann? Also wir kennen das ja, er grüßt nicht zurück und da geht uns irgendwas durch den Kopf. Ja? Der mag mich nicht, warum grüßt er mich jetzt nicht? Ja? Oder was auch immer. Also wir spinnen sofort Gedanken auf diese Situation. Und im Grunde wissen wir gar nicht den Grund. Also es kann sein, dass er, vielleicht kommt später raus, er war kurz am Telefon und wir haben das gar nicht gesehen, dass er eigentlich telefoniert. Und wenn wir Glück haben, am Anfang ist es so, wir haben erstmal so ein leichtes Unwohlsein, so leichte Zweifel, dann denken wir, ach, wahrscheinlich habe ich irgendwas Blödes gesagt letztes Mal, jetzt zahlt er mir das heim. Oder irgendwelche anderen schiefen Gedanken, die wir dann haben. Und wenn wir Glück haben in Samsara, treffen wir ihn nochmal und sprechen kurz miteinander
Und er sagt, Mann, ich habe dich gar nicht gesehen, das tut mir total leid. Also wirklich, ich hätte so gern mit dir gesprochen. Und dann in dem Moment, wo das passiert, stellt sich bei uns auch schon wieder so eine Ruhe ein und die Leidenschaften sind weg. Wir sind gar nicht mehr aufgeregt, sauer oder in irgendeiner misslichen Lage für uns oder fühlen uns in irgendeiner Art unwohl, sondern diese Leidenschaften, die Probleme sind weg. Und da kann man sehen, dass am Anfang sozusagen, wenn man in so eine Situation kommt, der Zusammenhang soll einfach mal zeigen, dass die Leidenschaften entstehen und wirklich zurückgehen auf eine falsche Einschätzung durch unser eigenes Bewusstsein, ja, der Lage. Und da gibt es eben auch diese gröberen Schichten, sodass man sagen kann, ihr könnt das auch diese Unwissenheit vergleichen mit einem Blinden. Der ist in einem dunklen Raum unterwegs und sucht den Ausgang. Ja, wir sehen aber nichts. Es ist total dunkel und wir wollen zur Tür raus. Und da könnt ihr euch vorstellen, wir tapsen da ein bisschen unsicher herum, stolpern vielleicht das ein oder andere Mal, stoßen uns noch die Nase und finden den Ausgang vielleicht auch nicht. Und so ungefähr ist das, wenn wir aus Sicht eines Heiligen von den Menschen hier sprechen, der würde eben sagen, ja, wir sind halt wie Kinder, aber nicht in diesem positiven Aspekt, wie Kinder manchmal spielerisch und kreativ und toll sind in ihrer Lebendigkeit, sondern eben in diesem kindlichen, kindischen Aspekt, dass wir einfach nicht sehen, wie die Dinge sind und deswegen auch viele Fehler machen und quasi uns die Nasen stoßen. Also so ist das aus Sicht eines Heiligen tatsächlich. Und er sieht im Übrigen auch bei den drei Arten des Leidens, die der Buddha erklärt hat, dass wir, und deswegen hat er so großes Mitgefühl mit uns. Er sieht eben, dass wir alle von Leben zu Leben gehen und Karma und Wiedergeburt, sieht sogar die verschiedenen Existenzen, was wir da so getrieben haben in diesen einzelnen Leben und sieht, dass wir alle dieses Greifen nach diesem Selbst haben und das Greifen nach dem Selbst der Phänomene und dass wir nicht sehen, wie wir uns selber jedes Mal in Leiden verstricken und immer wieder die gleichen Geschichten erleben, immer wieder die gleichen Auf und Abs. Und das rührt ihn so stark an, dass das sein Antrieb ist, dass er wirklich alle Wesen aus diesem geistigen Leiden befreien will und sich dieses irrsinnig große Mitgefühl bei ihm einstellt. Wie schön wäre es, wenn alle Wesen frei wären von Leiden und von Hindernissen. Dieses Mitgefühl stellt sich bei ihm ein, so dass er wirklich das Gefühl hat, diese Liebe, diese Güte für jeden Einzelnen wie zum einzigen Kind, dass er sagt, wie gut wäre es, wenn ich das tun könnte. Wenn ich quasi derjenige wäre, dem die anderen nicht egal sind, sondern wo ich die große Verantwortung übernehme und jeden Einzelnen aus dem Leiden führe. Und das ist die große Motivation im Mahayana-Buddhismus, wo man sagt, ich mache die Übung jetzt hier nicht nur für mich, sondern auf lange Sicht strebe ich mal an, dass ich tatsächlich wie ein Buddha sein könnte und alle diese Qualitäten in mir entwickle und so viel geistige Kraft aufbringe, dass ich noch alle Wesen aus dem Leiden rausführen möchte. Und ihnen wirklich helfe dabei, das zu tun, es selbst zu tun. Und das ist tatsächlich die ganz große Motivation im Mahayana-Buddhismus. Das ist das Ticket, die Eintrittskarte auf den Pfad, ein Bodhisattva zu werden, ein Mahayana-Praktizierender zu sein, der wirklich vorhat, irgendwann dieses Resultat zu erlangen. Also nicht nur Leidfreiheit für mich selber, das wäre eine Motivation, weil wir heute über Mitgefühl sprechen, von Selbstmitgefühl, sondern tatsächlich das große Mitgefühl, die große Verantwortung, an alle Wesen zu denken. Und warum macht er das? Weil er jeden Einzelnen von uns so sieht, dass er wie sein einziges Kind am Abgrund wandelt und jederzeit in die Tiefe stürzen kann. Und das rührt ihn derart an, dass er sagt, das kann ich nicht zulassen. Ich kann nicht nur dastehen und über dieses Kind reden, das in den Abgrund fällt oder in den Sumpf und mich fragen, ist ja traurig, was könnte man da jetzt machen, das arme Kind? Sondern er springt hin und geht hinterher und zieht dieses Kind raus. Diese Einstellung hat er. Und diese Motivation, auch wenn sie uns wahnsinnig groß erscheint und vielleicht weit weg und wir ja noch nicht auf dem Pfad vielleicht sind, also man geht ja fünf Pfade durch bis zur Buddhaschaft, trotzdem kann man sich dieser Motivation annähern, genau wie wir uns heute an den Zustand des Mitgefühls einmal annähern wollen. Ja, das ist nämlich die Voraussetzung dafür. Und das wollen wir heute einmal versuchen. Also die Grundaussage ist, wir sind jetzt an dem Punkt, ob das Leben glücklicher oder leidvoller ist, ist nicht von dem Leben selbst abhängig und den Schwierigkeiten, die auf uns treffen. Da gibt es nämlich genügende in jedem Menschenleben, Auswahl vorhanden, jeder Art, sondern es ist abhängig von unserem eigenen Geist, ob wir resilient werden. Dazu hatte Oliver Petersen ja auch schon gesprochen.
wie wir einen stabilen, resilienten, kraftvollen Geist bekommen, die Fähigkeit, mit Schwierigkeiten in diesem Leben konstruktiv umzugehen und unseren Geist in diese Richtung heilsam zu bringen, durch Übung, durch Gewöhnung daran. Also man kann sagen, die Welt, die wir erleben, ist eine Konstruktion unseres Geistes. Der Buddha hat klassisch gesagt, den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet. Und das können wir uns, glaube ich, zumindest ansatzweise vorstellen, dass wir immer, je nach unseren inneren Zuständen, auch die Welt erleben müssen, glückhaft oder eben leidhaft, je nachdem, wie wir innen drin gerade beschaffen sind in dem jeweiligen Moment, welchen Geisteszustand wir haben. Und das Leben im Daseinskreislauf, Samsara, wie das eben genannt wird auf buddhistische Ausdrucksweise, ist eben ein geistiger Zustand. Da geht es um unser Bewusstsein, den alltäglichen Geist, den wir transformieren wollen, verändern wollen durch Übung. Und dieser Geist ist im Moment halt auf gewisse Weise leidvoll. Also das höchste der Gefühle, was wir so erleben, ist, würde ich sagen, wage ich mal zu behaupten, dass wir immer mal wieder angenehme, glückhafte Erlebnisse haben. Die kommen aus heilsamen karmischen Handlungen, die zur Reife gekommen sind jetzt in diesem Leben und wo wir was Schönes sehen können, was Angenehmes sehen, wo unser Geist das Schöne wahrnimmt im Leben. Ja, das, was uns zuteil wird, wo wir dankbar reagieren. Dankbarkeit kannst du auch nur haben, wenn du einen Sensus für Dankbarkeit hast. Also wenn du schon mal heilsam gehandelt hast und in die Richtung gedacht hast, dankbar zu sein und wie sich das anfühlen würde, ein dankbarer, vertrauensvoller Mensch zu sein. Also das heißt, wir haben die Erfahrung schon mal gemacht, dieses Karma wurde angesammelt, es kommt mit dem Außen, was so und so in der Welt passiert, in Resonanz und wir erleben Glück. Der Haken daran ist nur, dass es vorübergehendes Glück ist. Und was wir eigentlich wollen, ist ja einen stabilen Geist, der mal dauerhaftes Glück erlangt. Leidfreiheit, also Freiheit von Frustrationen, von einem Kreislauf von Frustrationen, der immer wieder von vorne losgeht eigentlich. Da kommen immer mal gute Phasen, super, fühlen wir uns wieder ein bisschen stärker, sind verliebt oder haben andere angenehme Sinneserfahrungen oder es läuft sehr gut in vielen Bereichen unseres Lebens und das ist wunderbar, das sollten wir genießen, mit Freude annehmen. Und gleichzeitig wissen wir, es kommt auch wieder anders und für diese Situation brauchen wir einen starken, stabilen, resilienten Geist. Und deswegen tun wir hier was für unseren Geist, um den stark zu machen. Denn wir wollen ja auch mit allen Situationen im Leben, seien sie jetzt besonders toll oder eben schwierig, gut umgehen können. Also Euphorie nützt uns genauso wenig, wie wenn wir tief abstürzen und zu Tode betrübt sind. Also insofern beide Situationen ausgleichen. Man kann auch unglücklich sein, wenn man euphorisch ist, weil was darunter liegt eigentlich doch, je höher man steigt, ein tiefer Absturz ist. Und insofern nennt man das auch eine Art Leiden, dieses vorübergehende Glück, dieses Glück, was wir ab und zu genießen, was uns hebt und was wir brauchen als geistige Kraft und Nahrung, ja, um das Leben zu bestehen und um eben auch das Heilsame letztlich zu tun und uns auch zu entwickeln in eine gute Richtung. Das brauchen wir natürlich, das ist Nahrung für uns. Und gleichzeitig ist es so, dass es das Leid des Wandels ist. Es geht vorbei und wir können es nicht festhalten. Oftmals wollen wir es aber festhalten. Wir greifen wieder danach. Wir wollen es festhalten. Aber wir können keine Liebe zementieren und festhalten. Wir können selber lernen zu lieben. Das ist aber ein ganz anderer Zustand als Begierde und Anhaftung. Wenn wir etwas festhalten wollen, wenn wir eng werden im Geist, wenn wir Widerstände spüren, dann könnt ihr euch schon mal klar sein, das ist eine Leidenschaft. Es ist eine Leidenschaft. Und lieben bedeutet was ganz anderes. Das ist eine hingebungsvolle Haltung. Das ist eine Haltung des Gebens, etwas, was du für den anderen tust und du willst. Dein Ziel ist, dass der andere glücklich ist, dass er wirklich bekommt, was er braucht. Und da denkst du in dem Moment, wenn du es kannst, wenn du es übst, nicht so sehr an dich selbst. Du nimmst dein Ego zurück. Und selbst wenn diese Liebe, wenn diese Beziehung, sage ich mal, vorbeigehen würde, dass man nicht mehr als Paar zusammen existieren kann, dann würde aber die Liebe noch überdauern, indem du nämlich die Qualitäten deines Partners oder dieser Person, dieses Menschen, quasi immer noch siehst, immer noch sehen kannst und wertschätzen kannst und ihm immer noch Liebe entgegenbringst und ihm wünschst, dass er glücklich sein möge und dass er frei sein möge von Leiden und ihn auch unterstützt dabei, glücklich zu sein. Das ist sicherlich eine schwere Übung, gerade wenn Beziehungen dann auseinandergehen, dass man tatsächlich lieben kann. Aber es zeigt sich eben an der Stelle, ob man mehr Anhaftung hatte und einfach was haben wollte
Und wenn das nicht mehr geliefert wird und man das nicht mehr bekommt, ob man dann quasi sagt, gut, dann ist es vorbei und ich wünsche dir auch nichts Gutes mehr. Kannst jetzt auch gerne gehen. Und das ist der Unterschied. Aber unsere Empfindungen sind natürlich oft auch mit Geisteszuständen von Begierde oder dieser Anhaftung verbunden, aufgrund der Unwissenheit, mit der wir angeborenerweise auch verbunden sind. Und wir können aber daran arbeiten, dass wir das quasi ausgleichen und dass wir das ein bisschen schulen in uns, dass wir zwar wissen, natürlich gibt es da Tendenzen von Anhaftung gegenüber dem eigenen Partner, gegenüber dem eigenen Kind und an Dinge sicherlich auch, aber dass wir das uns immer mal wieder klar machen, dass wir das relativieren wollen und dass wir diese Anhaftung zurücknehmen, diese Leidenschaft und verringern möchten. Das ist dann die Arbeit, die wir zu tun haben. Und jetzt möchte ich gerne noch mal auf das Bild eingehen, was wir am Computer sehen können. Das ist das Tanker, was ich bei mir zu Hause habe und was ich sehr inspirierend finde. Und wir finden ein ähnliches hier auf diesem roten Gebetsbuch. Das können wir noch mal betrachten. Der Buddha des Mitgefühls hat auch einen Bogen in der Hand, als Symbol, dass man das Ziel der Befreiung anstrebt. Und der Schmuck steht quasi für die 6 Vollkommenheiten. Die 6 Vollkommenheiten sind 6 Tugenden, also Geisteszustände, die wir gerne erlangen möchten. Das sind nämlich Freigebigkeit, das sind Ethik, da unterlässt man oder versucht es zumindest, die 10 unheilsamen Handlungen zu unterlassen, also nicht töten, auch Kleinstlebewesen nicht, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten, also keine Beziehungen stören, die schon funktionieren. Ja, dass wir nicht lügen, dass wir nicht so viel lästern, dass wir keine falschen Ansichten verbreiten über Karma und Tod und Wiedergeburt, was wir gar nicht wissen, nicht studiert haben gründlich, dass wir da nicht Leute negativ beeinflussen und von ihren spirituellen Zielen abbringen. Ja, solche Dinge gehören zu den 10 unheilsamen Handlungen, die man üben kann, etwas mehr in den Fokus zu nehmen und zu vermeiden im Alltag. Und dann haben wir noch die Ethik, die eben versucht, anderen Gutes zu tun und selbst natürlich auch wohlwollend gegenüberzustehen und da zu helfen, wo es in unserer Kraft liegt, ja? Wo wir mal quasi ein bisschen tatkräftig werden können und das Wohl der anderen mal in den Mittelpunkt nehmen können, was diese Menschen oder Tiere oder Wesen gerade brauchen. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch die Vollkommenheit der Geduld. Das ist schon die 3. Und ihr müsst euch das auch wieder wie eine Stufenleiter vorstellen. Also die 1. Freigebigkeit, mal was geben zu Weihnachten, Geburtstag, das fällt uns vielleicht noch ganz leicht. Und dann geht es aber schon weiter, dass wir Trost geben oder vielleicht dann auch beim Umzug mal helfen, dass wir jemanden unterstützen, der gerade in einer geistigen inneren Krise steckt und mal zuhören können. Und die höchste Art des Gebens dann eben entsprechend Dharma zu geben und selber zu studieren entsprechend. Oder wenn man um Rat gebeten wird tatsächlich, also nicht missionierender Art, dann auch zu helfen. Und die 2. Vollkommenheit war ja die Ethik. Die 3. ist dann schon herausfordernd, also schon fortgeschritten in Praxis und wäre dann quasi die Geduld angesichts von Schwierigkeiten. Also das heißt, wir haben ja immer wieder Schwierigkeiten im Leben, kommen ja immer reingeregnet. Und da ist es so, dass die Herausforderung darin besteht, angesichts von Schwierigkeiten einen zentrierten, klaren und starken Geist zu behalten. Also wenn eine Widrigkeit reinhagelt ins Leben, nicht gleich auszuflippen und aufgeregt und depressiv zu werden vielleicht, sondern dass wir versuchen, dass wir einen klaren oder zumindest fokussierten, ausgeglichenen Geist behalten oder wieder in die Mitte kommen. Natürlich fliegt man immer mal raus aus der Mitte, das ist ganz klar. Aber Methoden anzuwenden, wie die Geduld, die unglaublich gut hilft gegen Wut und Ärger und die uns ja quasi ausgleichend macht angesichts von Krankheiten und angesichts von Schwierigkeiten, die uns treffen, von Provokateuren und vermeintlichen Schädigern und von schwierigen Lebenslagen. Dass wir da versuchen, mal die kleinen Dinge im Alltag anzunehmen, wie sie sind und nicht in Widerstand zu gehen oder einfach diesen Widerstand zu beobachten und zu warten, bis er vorbeigeht, ohne zu handeln. Also quasi einfach nur Selbstbeobachtung, ohne sich mit den Emotionen dann zu identifizieren und voll reinzugehen und noch einen Gedanken dran zu spinnen und noch einen Gedanken. Also wirklich mal loslassen üben. Es ist letztlich eine Vorbereitung auf den Tod. Da müssen wir alles loslassen. Und insofern ist das schon eine fortgeschrittene Übung. Danach kommt noch Tatkraft, die Freude wirklich am Heilsamen zu haben. Dann kommt die Konzentration, einen ganz stabilen Geist zu entwickeln, Shamatha. Und dann kommt die Weisheit.
Und einer der 11 Köpfe, die wir hier sehen auf diesem Bild, ist quasi ein Zornvoller, eine zornvolle Gestalt, die wir da sehen. Denn wenn Hindernisse beseitigt werden müssen, da braucht es auch mal eine richtig zornvolle Energie im Leben. Also die können wir dann mal umwandeln und einsetzen. Bei uns ist das gewöhnlicherweise eine auch sehr kraftvolle Energie, aber eben noch nicht hindernisüberwindend. Also nicht gegen die Leidenschaften gerichtet, sondern bei uns ist es meistens zwar eine zupackende Energie, aber mit Wut und Aggression verbunden. Und hier ist es eben so im Wesen eines Buddha, dass der auch die zornvolle Energie nimmt, aber er wandelt sie um und beseitigt eben negative Hindernisse, also quasi die Leidenschaften damit. Bei ihm ist das vollkommen in den Dienst der Wesen gestellt, dass er wirklich was bewirken kann, was wir alle brauchen in der Welt, dass er wirklich heilsam wirken kann. Und da wandelt er die aggressiven Kräfte vollkommen um. Und Chinresik, so heißt es auf Tibetisch oder Avalokiteshvara, der schaut aber gleichzeitig sehr liebevoll und sehr sanft und auch sehr gütig, kann man sagen. Er strahlt auch Sanftmut aus. Und wenn wir uns jetzt fragen, warum meditiert man denn über eine solche Gottheit, dann kann man eben sagen, im Dharma, um den Geist stark zu machen, um Tugenden zu entwickeln, und zwar eine sehr kraftvolle Tugend in dem Fall, und heilsame Eigenschaften. Und das führt letztlich tatsächlich zu Glück, also zu einem ganz anderen Wohlbefinden auch bei uns selber tatsächlich und zu guten Beziehungen, die wir gestalten können, zu anderen. Denn wir stehen ja nicht alleine in der Welt, wir wollen ja gute Beziehungen haben. Wir wollen ja eine gute Partnerschaft vielleicht führen oder mit den Kollegen gut zurechtkommen, mit unseren Kindern auch ein angenehmes Verhältnis führen und die Beziehung zu unseren Eltern vielleicht zur Heilung führen oder einfach eine gute Beziehung gestalten, von unserer Seite aus zumindest, was uns möglich ist zu gestalten. Den Einfluss auf die anderen haben wir nicht so stark, aber auf unser Bewusstsein schon. Und das ist eben die Aufgabe, die es zu tun gilt. Und insofern kann man ein Ziel haben, dass man einfach durch die Entwicklung des Geistes ja natürlich eine andere Lebensqualität eintritt, jetzt schon in diesem Leben durch Schulung, also durch die Übungen, die wir regelmäßig durchführen wollen, in Richtung Mitgefühl. Und dann gibt es natürlich auch das Ziel im Dharma. Jede Religion denkt über den Tod hinaus. Da geht es natürlich darum, dass ein religiöser Praktizierender erst einer ist, wenn er quasi Tod, aber auch Wiedergeburt im Programm hat und sich vorstellt, dass es nach diesem Leben in eine neue Existenz geht und dass alles, was wir jetzt tun, eigentlich nicht nur positive Anlagen sind für jetzt, wo wir hier sitzen und für diesen kurzen Abschnitt von vielleicht 80 Jahren, wenn überhaupt, wissen wir nicht, sondern dass wir das machen, weil wir neben einer anderen und höheren Lebensqualität, die wir gerne erlangen möchten, eben auch wirklich viele heilsame Eindrücke setzen für unseren Start in die nächste Existenz. Also wo wir eigentlich geboren werden, welche Art von Wiedergeburt wir annehmen, ob wir als Mensch wiederkommen dürfen. Das machen wir Kraft von Ethik und den 6 Vollkommenheiten. Also der Geist sucht sich eine passende Form aus. Die muss schon passen ein bisschen zu dem, was wir im Leben gemacht haben. Und ein heilsamer Geist wird auch entsprechend eine anständige Wiedergeburt erfahren als Mensch. Und von daher kann man sagen, wie man gelebt hat, so wird man auch sterben. Also je mehr heilsame Eindrücke wir jetzt setzen, desto friedlicher können wir irgendwann gehen und sagen, gut, ich habe doch insgesamt gesehen ein ganz gutes Leben geführt. Es war nicht ganz so arg, es war nicht ganz so unheilsam. Ich habe meine Fehler gemacht, die gehören dazu, zu einem menschlichen Leben. Ich habe gelernt, ich habe geliebt hoffentlich. Ich habe hoffentlich unerledigte Geschäfte noch zu Ende geführt. Vielleicht auch Beziehungen geklärt, bevor ich gehe. Und ich kann mit dem, was ich summa summarum unterm Strich quasi mitnehme, eigentlich einen guten Abschluss finden und sagen, ich habe Vertrauen zu Buddha, Dharma und Sangha, dass es gut weitergehen wird und dass ich Kraft dieses Pakets, was ich jetzt hier sozusagen geschnürt habe, dieses Päckchen, mich auf dem Weg machen kann mit diesem Rucksack und es gut weitergehen wird. Und dieses Vertrauen ist begründet, weil wenn man sich bemüht hat im Leben, das Heilsame zu tun und seine Kräfte auf Liebe und Mitgefühl ausrichtet, wenn man das versucht im Leben, dann ist es auch so, dass alleine dieses Heilsame, was wir in dem Moment tun und ansammeln, seine Eindrücke hinterlässt im Bewusstsein. Und das geht auch nicht verloren. Also wir widmen ja auch nach jeder Session sozusagen alle heilsamen Eindrücke, weil wir diese
wieder erinnern wollen, weil wir sie wachrufen wollen im Bewusstsein, weil wir zum Beispiel in der nächsten Existenz oder in Zukunft wieder auf gute Lehrer treffen wollen, weil wir wieder mit Dharma in Kontakt sein möchten, weil wir wieder was Tieferes studieren wollen und auf dem Weg weiterkommen wollen. Und das machen wir nicht nur für 80 Jahre, sondern wir machen das für ein viel höheres Ziel, dass wir von Leben zu Leben kleine Trippelschritte machen in die richtige Richtung und dann auch quasi diese Qualitäten ansammeln und Verdienste und Reinigung auch unseres Bewusstseins, dass wir in einen viel besseren Zustand gelangen, in Richtung Buddha-Zustand. Und wirklich auch diese Leidfreiheit immer näher rückt. Also Nirvana bedeutet ja letztlich, dass wir eine Abwesenheit im eigenen Geist haben von allen störenden Emotionen. Also der Buddha beschreibt es bewusst nicht mit einem immensen Glück, was dann auftritt, sondern er beschreibt das negativ. Er sagt, was einfach wegfällt. Er sagt, was wegfällt, sind eben Hassgier und Unwissenheit. Verkürzt gesagt. Also ganz kurz gesagt, alle störenden Geisteszustände. Und damit meint er, dass eben das Leiden überwunden ist, dass die Leidfreiheit erreicht ist dadurch und dass wir in eine pure Glückseligkeit eintreten können, weil der Schmutz des Geistes einfach mal entfernt ist. Das ist so, wie wenn wir ordentlich sauber machen in unserem Haus. Ja, irgendwann glänzt es wieder und nach vielen, vielen Waschgängen sind auch die härtesten Verschmutzungen in einem schönen Kleidungsstück aus Seide schließlich beseitigt. Und darum geht es, so machen wir das mit unserem Bewusstsein, einige Waschgänge. Und da gibt es eben grobe Hindernisse, es gibt mittlere, es gibt kleine und wir schrubben sie alle raus. Und irgendwann kommt wirklich diese volle Kraft unseres klaren, lichthaften, kraftvollen, positiven Bewusstseins zum Vorschein. Ja? Weil wir nicht mehr so viel sinnloses Zeug denken, weil wir uns nicht mehr so viel mit Trash beschäftigen. Oder nicht so viele negative Eindrücke aufnehmen. Ja? Ihr könnt ja mal gucken am Tag, womit beschäftige ich mich? Wo stecke ich eigentlich Energie rein? Ja? Womit befasse ich mich inhaltlich? Und wann tue ich mal was Heilsames, denke ich Heilsames und bin wohlwollend, gütig, zuwendend, hingebungsvoll und mitfühlend? Wann denke ich an andere? Oder wann bin ich mir selbst der Nächste? Und das wird natürlich sehr gemischt sein. Ja? Wir sind ja keine Heiligen. Aber wir üben uns ja und wir versuchen ja mal einen Startpunkt zu finden. Irgendwann muss man ja anfangen und mal die Arbeit aufnehmen. Und ihr wisst ja, ihr habt schon vieles gelernt in eurem Leben und irgendwann wurde es ein Selbstgänger. Also wenn ich mich noch daran erinnere, wie ich Fahrradfahren gelernt habe, also was man da alles so beachten muss, Gleichgewicht halten und rumgucken, Straßenverkehr und dann das Tempo immer richtig und wenn es dann bergab geht, die Bremse vielleicht auch mal benutzen. Also beim Autofahren auch noch mal ein bisschen komplexer. Aber wir haben es ja wohl gelernt, viele von uns. Oder schwimmen können, ist ja auch nicht die einfachste Übung. Wenn man das jetzt mal aufs Körperliche überträgt, im geistigen Bereich funktioniert das auch so. Da haben wir auch so eine Muckibude und trainieren unsere Muskeln. Und wenn wir sie nicht trainieren, ja, dann wird der Geist schlaff. Dann hat er keine Kraft, dann hängt er rum. Und die Negativität, der ist Tür und Tor geöffnet. Die tritt einfach ein und walzt erstmal alles platt. Ja, dann haben wir natürlich wenig Chancen. Und deswegen üben wir uns da. Ja, wir machen unseren Geist stark und resilient. Und irgendwann wird es besser, ja? Dann vertieft sich unser Vertrauen, wir studieren was, wir lernen was, wir meditieren zusammen, wir tauschen uns aus, wir finden auch andere Freunde, also wir knüpfen Freundschaften zu Leuten, die gleichgesinnt sind. Ja, wir üben uns richtig gut und das hilft uns auch über Krisen hinweg. Wir können dann uns verbunden fühlen, obwohl wir uns so oft getrennt fühlen, allein fühlen oder eben auch ja, unsere Schwierigkeiten spüren. Und ja, da haben wir wirklich eine Chance, ein Fenster, wo Licht hindurchdringt und uns bescheint. Und dieses Licht in diesem dunklen Raum, wo wir so rumtapsen als blinde Wesen, wird immer heller werden, bis wir den Ausgang finden. Und so kann man sich das denken. Ja, wenn man Vertrauen hat, dann nimmt man bei einem qualifizierten Lehrer eine Initiation. Das bedeutet, dass man gewisse Samen setzt für die Praxis. Man wird das erste Mal so konfrontiert bei so einer Initiation mit bestimmten Kenntnissen, die man vielleicht vorher noch nicht gehört hat oder erinnert durch gute Anlagen. Und mit Meditationsweisen, die einen selber von Körper, Rede und Geist in einen Buddha-Zustand schrittweise transformieren können. Und auch Tod, Bardo und Wiedergeburt. Also, dass man die irgendwann nutzen kann, um sich in die drei Buddha-Körper umzuwandeln. Das betrifft jetzt allerdings das höchste
Gottheiten-Yoga. Und ich erkläre es nur, damit man mal eine Inspiration bekommt, einen Schimmer, einen Lichtschimmer sozusagen, wie das später sein könnte. Das ist eine Art alchemistischer Prozess, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass man mit tantrischen Mitteln, die man benutzt und wissenschaftlich umwandelt in die Praxis, tatsächlich ein höheres Bewusstsein erreichen kann. Und als Anfänger stellt man sich die Gottheiten dann außen vor, und wenn man schon ein bisschen geübter und kompetenter ist und schon ein bisschen Erfahrung hat mit der Mitgefühlsmeditation, dann kann man sich selber auch als Buddha vorstellen. Das nennt man göttlicher Stolz, jenseits des Egos. Also es geht nicht darum, dass unser Ego jetzt ein Buddha wird, ja, sondern es geht darum, dass wir jenseits des Egos gelangen und dass wir dann quasi in diesen Zustand von großem Mitgefühl kommen und dass wir uns selber als das Resultat schon mal in den Pfad nehmen, vorwegnehmen und uns schon mal vorstellen, wie es wäre, ein Buddha zu sein, mit großem Mitgefühl. Und diese Vorstellung brauchen wir. Es klingt vielleicht so, als ob man das noch nicht könnte und noch nicht wäre, das stimmt ja auch. Aber es ist wie bei kleinen Kindern, wenn man was Großes werden will und wirklich irgendwann Ronaldo sein will, dann ja wohl nur, weil man sich vorgestellt hat, was für ein toller Fußballspieler. Wie inspirierend ist das eigentlich? Das möchte ich auch. Und so machen wir das hier auch mit unseren ganzen Vorstellungen und Visualisationen, dass wir ein Ziel vor Augen haben, was könnte die bessere Version meiner selbst sein, und dass wir uns selber in diesen Zustand transformieren wollen. Und das macht man auch mittels des göttlichen Stolzes. Also das ist ein Selbstbewusstsein, ein ganz starker Zustand von uns selbst, wo wir uns die Qualitäten eines Buddhas sehr nahe bringen ins Herz und uns letztlich auch als diesen Buddha wirklich vorstellen und fühlen. Und diese Vorstellung und Visualisation und diese Kraft, die wir dann spüren, die nehmen wir dann auch mit in den Alltag. Und dann praktiziert man auch die vier Reinheiten, also alle Genussobjekte, die man zu sich nimmt, alles, was wir essen, erzeugt Freude, und diese Freude nehmen wir wieder, um zu erkennen, dass alle Dinge keine Selbstexistenz haben und dass wir eigentlich im Zustand wie ein Buddha sein können von Weisheit und Glückseligkeit. Und das studiert man dann genau, damit man weiß, was die Begriffe auch bedeuten, was Leerheit bedeutet. Und das ist der kraftvollste Weg überhaupt. Du stellst dir ein Wesen vor, das Mitgefühl hat, du lässt es dann auf dich wirken, und das ist wirklich viel effektiver, wenn das ins Herz geht, als wenn du nur darüber grübelst und Gedanken machst. Und so macht man das, Kraft der Texte auch. Man stellt sich den Buddha entweder im Raum vor oder eben lassen uns den Buddha eben als Wesen in seinen Qualitäten mal auf uns wirken und spürt diese Energie von Weisheit und Liebe, die dieses Wesen wirklich verkörpert. Und man lässt sozusagen das einmal in sich ein, versucht es auch zu spüren wirklich, und auf höheren Ebenen denkt man dann eben, das bin ich jetzt schon selbst. Ja, das macht man dann in der gehobenen Praxis, dass man einen Geisteszustand versucht hervorzubringen, der diesem Wesen ähnlich ist. Und dass man das regelmäßig macht, transformiert einen dann letztlich auch in diesen Zustand. Aber, also man versucht auch, möchte ich noch sagen, die Kraft der Freude, die entsteht, zu nutzen. Und dass wir, wenn du zum Beispiel was Angenehmes erlebst, ja, was Schönes erlebst, dass du in dem Fall mal nicht anhaftest und denkst, ich will noch mehr davon und immer noch mehr davon und will es behalten. Und nicht, dass es verloren geht, wie das normalerweise bei uns der Fall ist, dass Ängste auftreten, dass wir es wieder verlieren, sondern dass du versuchst, die Freude, die du erlebst, mit dem Dharma einmal zu verknüpfen. Und du stellst dir vor, ich bin ein Buddha, weiß natürlich, dass ich noch keiner bin, das ist klar. Aber in dem Zusammenhang stelle ich mir den göttlichen Stolz vor, nicht den weltlichen Stolz. Und ich versuche mal frei von diesen egoistischen Tendenzen zu sein und versuche dieses Resultat in mir mal zu spüren. Wie wäre das, wenn ich diese Qualität schon hätte? Und das ist wirklich die höchste Mystik, ja, das Tantra, die Identifikation mit dem Göttlichen überhaupt. Und man kann sagen, dass wir alle göttlich sind. Also wir haben dieses Potenzial alle. Und dass es wirklich nur durch Täuschung kommt, dass wir das nicht realisieren, sondern ständig verdunkelt sind von Negativität und störenden Gedanken und ja, selbstbezogenen Gedanken, von Egozentrik, von Begierde, von diesem Greifen nach einem Selbst und Greifen nach den Phänomenen. Und man befreit sich von allen ablenkenden und unreinen Erscheinungen. Man glaubt auch nicht mehr an die Erscheinungen, die einem immer so auftreten im Bewusstsein, sondern man beobachtet sie, versucht sie zu durchschauen als das, was sie sind, einfach flüchtige Erscheinungen, und konzentriert sich ganz auf die Gottheit
und identifiziert sich letztlich selber mit dieser Gottheit. Und als Stütze haben wir dann immer ein Mantra, das wäre in dem Fall Om Mani Padme Hum. Und das singen wir oder rezitieren wir. Und dadurch, warum benutzt man Mantren? Das machen wir, weil wir das begriffliche Denken, die vielen Konzepte und Gedanken, die wir haben, dadurch reduzieren und runterbringen. Und wir haben eine Stütze, dabei zu bleiben. Also diese heilsamen Zustände in den Fokus zu nehmen und nicht immer zu abgelenkt sein durch irgendwelche wirren Gedanken oder was wir gerade wieder wollen oder was konsumieren, was auch immer. Sondern wir wollen dabei bleiben. Wir wollen uns konzentrieren. Und das machen wir mit dem Mantra. Und während du das rezitierst, denkst du dir im eigenen Herzen die Mantrasilben zusammen mit einer Keimsilbe im eigenen Herzen. Und von ihnen geht die ganze Zeit Licht aus zu allen Wesen und befreit sie von Leiden. Und das Licht geht gleichzeitig zu den Buddhas und gibt ihnen Opfergaben als Verehrungsobjekte. Und wir helfen sozusagen gewöhnlichen Wesen und verehren höhere Wesen als reine Handlungen. Und heute wollen wir zunächst einmal den Segen für die tiefgehende Praxis eigentlich aufnehmen und Vertrauen spüren dafür. Und wollen erst mal sehen, dass es überhaupt so etwas Wertvolles gibt in der Welt, dass wir jetzt das Glück haben, damit mal Kontakt aufzunehmen. Auch wenn wir das im Moment uns vielleicht noch nicht vorstellen können, dass wir das jetzt mal praktizieren, ist das überhaupt schon kostbar und archetypisch, sind das wirklich die tiefsten Dinge in unserem Geist. Also selbst wenn du das jetzt nicht alles verstehst oder deine Konzepte dir sagen, was ist das für ein Quatsch oder was kann ich damit persönlich anfangen, diese tiefsten Dinge unseres Geistes, diese heilsamen Eindrücke, die werden ganz auf anderer, tieferer Ebene in dir selbst verstanden. Also wenn du nur ein Mandala siehst, das segnet deinen Geist unglaublich, oder eine Gottheit, Avalokiteshvara, auch wenn du nicht weißt, was das ist, du siehst es und dein tieferes Inneres weiß es. Es weiß es. Und insofern arbeiten wir mit ganz anderen Ebenen noch unseres Geistes, eben nicht nur mit dem begrifflichen Denken, was wirklich nur an der Oberfläche Geplapper macht und sehr an der Oberfläche agiert, aber es gibt noch viel tiefere Schichten unseres Geistes, die wir alle nicht so kennen und mit denen wir uns noch nicht vertraut gemacht haben. Aber instinktiv wissen die Menschen, dass das ein Wesen ist, Avalokita, Chinresik, was ihnen gut tut, ein Wesen, was Mitgefühl ausstrahlt, Frieden, Gewaltlosigkeit und Ruhe. Ja, und es sind diese Praktiken, die die ganze tibetische Gesellschaft wirklich rauf und runter praktiziert hat, weshalb wir jetzt so ein Glück haben, dass wir das bekommen dürfen. Und du merkst, dass es unglaublich wahr und kraftvoll ist, wenn du da ein bisschen dran bleibst, auch wenn du das noch nicht praktizieren kannst. Ja, und da kann man sich freuen, vielleicht könnt ihr ein bisschen in diese Freude gehen, wenn man einfach eine Verbindung dazu aufgenommen hat und sich klar macht, das Wichtigste ist, einmal ganz praktisch eine Beziehung zu Avalokiteshvara, dem Buddha des Mitgefühls, heute aufzunehmen und aus buddhistischer Sicht damit in Kontakt zu kommen. Und das ist außerordentlich segensreich und wirklich etwas Besonderes. Und wir sammeln wirklich Anlagen für jetzt und für zukünftige Leben. Also es bleibt erhalten. Also im Sinne des Mantras, dass man seinen Geist einmal beschäftigt mit der Gottheit, auch wenn wir nur eine ganz allgemeine Vorstellung haben, ich bin ein Buddha, ich bin der Buddha des Mitgefühls, mit dieser großen Verantwortung im Herzen, dass ich irgendwann in der Lage sein werde, nicht nur mir selbst zu helfen, sondern allen Wesen wirklich aus dem Leiden endgültig die Befreiung erlangen kann, sie selbst die Befreiung erlangen können, Kraft dieser Hilfe. Und es ist wirklich ein Unterschied, ob einem die Dinge im Alltagsbewusstsein einfach nur falsch erscheinen, ja, wir sie falsch interpretieren, oder ob wir an jede Erscheinung, die wir im Bewusstsein haben, glauben und wirklich denken, so ist das. Ja klar, wusste ich schon, so ist das. Es ist ein Unterschied und der macht euer Leben wirklich eine extrem tiefe Dimension aus, wenn wir die Dinge im Alltag zum Beispiel einfach nur beobachten und wieder gehen lassen können und verstehen können, es sind nur Gedanken, sie sind flüchtig. Es sind nur störende Emotionen, sie gehen vorbei. Es sind nur gewisse Situationen, die triggern mich, die regen mich auf. Da habe ich Schwierigkeiten, da habe ich Verletzungen, da habe ich Dinge noch nicht zur Heilung geführt. Das ist ganz normal, das macht jeder Mensch durch. Aber dass wir einen Weg da finden, dass wir nicht mehr glauben, das bin ich. Das macht mein ganzes Wesen aus. Nein, das bist du nicht.
Das sind einfach nur Konzepte, das ist deine Sozialisation, das sind Vorerfahrungen, das ist tiefergehendes Karma, auch aus anderen Leben, aber das bist du nicht. In dir steckt was ganz anderes. Und du hast das Potenzial, sogar zu so einem göttlichen Zustand zu gelangen, wie der Buddha schafft. Auch wenn das sehr abstrakt erstmal klingt und wir denken, wir sind so weit entfernt davon. Das Potenzial ist da. Ja, und das ist das Wesentliche im Leben, worauf wir kommen sollten. Und wir können noch mal kurz unsere Motivation überprüfen, warum wir heute hergekommen sind. Wir können uns auch noch mal vor Augen führen, dass die eigene Vergänglichkeit und Unbeständigkeit aller Dinge von Moment zu Moment eigentlich den Antrieb ausmacht, auch die Angst vor dem Tod, dass wir überhaupt in die Puschen kommen und Veränderung wünschen, dass wir unser eigenes Wesen verändern wollen. Und das ist eigentlich insbesondere der Antrieb und eine sehr gute Wirkung für die eigene geistige Entwicklung hat, sich auch mit dieser Vergänglichkeit und dem Tod zu beschäftigen. Denn auch der Buddha, und das ist eine Realität, kann nichts darin ändern, dass wir irgendwann sterben müssen und dass im Tod bestimmte Anlagen reifen werden und dass Menschen Glück und Leid erleben aus diesen Anlagen. Und da ist es sehr wichtig, im Tod ist es halt so, dass uns Visionen erscheinen, dass wir in uns viele karmische Anlagen natürlich angelegt haben, viele Dinge in uns schon angelegt sind als Samen und diese werden bestimmen, wie wir die Zukunft erleben. Was da passiert, ja, was in die nächste Existenz weitergeht, in welcher Form es da weitergeht, in welchem Umfeld wir aufwachsen werden, ob wir über Güter und gewisse Dinge, über Reichtum, über gewisse Kultiviertheit verfügen können in diesem Umfeld, wo wir uns dann wieder einfinden. Und die positive Aussicht ist, dass Menschen die Buddha-Natur in sich tragen. Der Geist ist nun mal veränderlich und er geht von Leben zu Leben weiter. Und alles, was wir jetzt machen und Positives heute Abend tun, das wird seine Früchte tragen, definitiv. Karma ist definitiv, also es lässt sich nicht quasi widerrufen. Alle Taten quasi, alle Bewusstseinsaugenblicke sind in uns abgelegt. Wir können negatives Karma reinigen. Dafür gibt es die Vajrasattva-Praxis und in allen Religionen Reinigungspraxis. Karma ist flexibel. Aber wir können insbesondere eben auch diese heilsamen Verdienste quasi weiter in uns ablegen und zur Reife bringen und werden dadurch letztlich diese geistige Kraft entwickeln, dieses große Mitgefühl, was uns dann zur Buddhaschaft trägt. Das ist der Weg. Ja, und die Konsequenz könnte zum Beispiel sein, auch aus den Ängsten, die wir so haben oder den Gedanken über Tod und Vergänglichkeit, dass wir dieses Leben nicht einfach runterleben wollen. Wir wollen dieses Leben mit einem Sinn verleihen. Wir wollen es wirklich sinnvoll nutzen. Wir wissen auch gar nicht, wie lange es ist. Welche Zeitspanne wir haben, wissen wir nicht. Wir wissen ja nicht, was noch so alles passiert. Und wir wissen auch nicht, wie viel Lebenskraft uns gegeben ist. Wir wissen eben nicht, welche positiven oder negativen Umstände sich noch so entfalten. Und wir sollten die Zeit, die wir haben, wir sollten nicht denken, es geht ewig so weiter. So kommt es uns halt vor. Wir denken, alles ist beständig. Nichts verändert sich. Es geht immer so schön weiter. Aber wir sollten wissen, dass dem ist eben nicht so. Und dass diese Erinnerung an den Tod nicht etwas ist, wo wir uns jetzt so arg fürchten müssen davor, sondern dass ein wirklich Praktizierender eigentlich sich ständig bewusst ist, dass er sterben muss und er sich darauf in der Meditation vorbereitet. Und wenn dieses Ereignis dann eintritt, dann wird er einerseits keine große Reue haben, insbesondere wenn er sein Leben versucht hat, in eine heilsame Richtung auch zu bringen und wirklich heilsam zu denken und zu handeln. Und er wird, wenn das eintritt, wenn er stirbt, bei den höchsten Praktizierenden ist das tatsächlich so, dass wenn sie wie ein kleines Kind im Winter draußen im Schnee gespielt haben, das Haus der Mutter oder der Eltern hell erleuchtet sehen und freudig heimlaufen. Das ist so, wie ein höchster Praktizierender den Tod empfindet. Er kann ihn transformieren, quasi umwandeln, kann sogar seine Wiedergeburt wieder bestimmen. Und das ist uns zwar so noch nicht gegeben, also wir haben einerseits eine Furcht vor dem Tod und haben viele Ängste. Wir sind von Unwohlsein geplagt, wenn wir an sowas denken. Wir wollen uns gar nicht mit dem Tod auch konfrontieren. Aber wenn wir das eben tun, dann ist das eben der Katalysator, eine der stärksten Antriebskräfte, um wirklich ein erfülltes, sinnhaftes Leben jetzt zu führen. Und wir brauchen diese Tragik des Todes. Es geht gar nicht anders. Wenn wir sie nicht haben, dann werden wir überhaupt niemals verstehen, warum es Sinn macht, dass wir uns mit Dharma-Praxis beschäftigen. Oder warum es Sinn macht, dem Leben Tiefe zu verleihen.
warum es wichtig wäre, sich mit heilsamen Dingen zu beschäftigen, dann werden wir jeden Trash und jeder medialen Welt und Konsumwelt, die ja eigentlich nur ein Ersatz ist für unsere tieferen Bedürfnisse. Wir wollen ja eigentlich verbunden sein, wir wollen lieben, wir wollen mitfühlend sein, wir wollen gute Beziehungen empfinden und leben. Und die ganze Konsumwelt, Materielles, ist nur darauf aufgebaut, dass uns Ersatzbedürfnisse präsentiert werden, dass wir irgendwo was kaufen können, dass wir einen kleinen Kick genießen können, dass wir uns mal ein bisschen heiterer fühlen. Alles eine Scheinwelt. Und was wir eigentlich wollen, ist, wir wollen echt sein, wir wollen authentische Beziehungen leben, wir wollen uns verbunden fühlen, wir wollen uns nicht mehr getrennt fühlen von der Welt. Und das machen wir mit diesen Übungen. Also wir wollen verstehen, dass das Leben und der Tod eine Einheit der Gegensätze ist, dass wir keine Angst haben müssen, wenn der Tod näher rückt, dass wir auch nicht glauben müssen, dass der Tod über das Leben siegt. Das könnte man ja denken, wenn man sich mit so unangenehmen Gedanken beschäftigt. Und dass wir verstehen, dass sich Leben und Tod wechselseitig ergänzen, wie Yin und Yang. Das eine ist im anderen. Und es geht gar nicht ohne das andere. Es ist eine Einheit. Und das ist so ähnlich wie Schlafen und Wachen. Also man kann nicht loslassen. Einschlafprobleme zum Beispiel haben ja was mit der Angst vor dem Tod auch zu tun. Und man kann nicht loslassen. Und Meditation bedeutet im Grunde, die Außenwelt einmal komplett loszulassen, sich nach innen zurückzuziehen und alle Rollen gehen zu lassen, alle Identifikationen loszulassen, alle Meinungen, die wir haben, alle Ansichten über uns und andere loszulassen. Und wir werden uns dadurch, wenn wir uns nach innen zurückziehen können und diese Übung machen, diesen Wechsel vom Alltag in das Bewusstsein nach innen, da lernen wir, diese Wechsel zu ertragen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden uns daran gewöhnen und sie werden weniger beängstigend empfinden. Und wenn wir das häufig üben, auch lässt letztlich die Angst vor dem Tod nach. Weil wir das dann gewohnt sind, nach innen zu gehen. Dass alle Sinne sich zurückziehen, dass wir alles loslassen müssen. Dass wir uns nicht mehr so stark anhaften und identifizieren mit dem, was so im Außen in der rauschenden, lauten, wirren Welt passiert. Dass wir da sagen können, ich lasse es. Ich kann mich damit in Frieden begeben. Ich kann mich an einen Ort zurückbegeben, wo ich mich anbinde an Buddha, Dharma, Sangha. Wo ich einen Buddha, dem ich vertraue, zum Beispiel des Mitgefühls, in mir wachrufe. Und dann, wenn es eng wird, wirklich dieses Bild präsent habe. Oder ein Mantra, ein Stoßgebet, ein Vaterunser, was auch immer. Wir brauchen das. Und insofern ist der Tod doch sehr wichtig. Deswegen erwähne ich ihn auch, weil es schlicht und einfach keinen Bereich gibt im Menschenleben, keine Wissenschaft und nichts, was sich ernsthaft mit dem beschäftigt, was nach dem Tod kommt. Das kann eben nur der Buddha-Dharma und deswegen gehen viele Menschen auch gerne zum Buddhismus, weil sie dort die Erklärungen für Tod und Wiedergeburt wirklich detailliert finden. Das wird im Tantra ganz genau erklärt, wie das funktioniert. Und wir studieren das auch im Dharma-Kolleg, wie der Geist sich entsprechend fortsetzt. Und wenn man die großen Fragen eben nicht mehr stellt, ja, im Leben, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist jetzt der Sinn in meinem Leben, dann kann man sich wirklich nur noch ablenken mit Konsum und mit Wissen und mit Macht und mit all diesen Dingen. Aber die letztlichen Fragen, die bleiben immer noch. Die nimmt uns auch keiner ab. Und insofern, es gibt viele Dinge, die man nicht zählen kann und die äußerst bedeutsam sind für unser Leben, die Qualität haben. Und die wollen wir hier einüben, diese Dinge. Wir haben unendliches Wissen, aber wenn es um Existenzielles geht, dann wissen wir oft nicht, was zu tun ist. Und deswegen machen wir uns hier mit diesen Geisteszuständen auch vertraut und setzen uns damit auseinander. Das soll ein Motivator sein, also keine depressive Verstimmung bringen, sondern soll uns wirklich beflügeln darin, dass wir zum Beispiel bei jedem Gebet lernen, in der Meditation loszulassen, und einen verlässlichen Begleiter zu haben, eine verlässliche Zuflucht als Stütze. Und das sind eben Buddha, Dharma und Sangha. Zum Beispiel der Buddha des Mitgefühls. Und wir sollten uns auch noch mal ganz klar und bewusst machen heute Abend, bevor wir jetzt gleich in die Meditation eintreten, was wir jetzt für eine ganz besondere Existenz und Chance gefunden haben. Ja, ihr seid jetzt hier mit den Freiheiten und Qualitäten eines kostbaren Menschenlebens und den Ausstattungen. Und das ist so etwas Kostbares und Wertvolles, was hauptsächlich seinen Sinn darin hat, dass wir uns wirklich geistig weiterentwickeln. Also es ist
keineswegs selbstverständlich, obwohl es uns so selbstverständlich erscheint, dass wir hier als Mensch durch die Welt laufen und mit all diesen Qualitäten wirklich ausgestattet sind. Ja, wir sollten uns vielleicht auch noch mal klar machen, dass es nicht reicht, einfach nur ein Mensch zu sein, sondern innerhalb dieses Menschenlebens, dass wir auch gewisse Dinge brauchen, über die wir verfügen, Intelligenz zum Beispiel, dass unser Geist auch nicht völlig verwirrt ist, sondern eine gewisse Stärke aufweist, eine gewisse Resilienz zur Verfügung hat, eine gewisse Weisheit. Ja, und dass wir unter so heftigen Krankheiten vielleicht gerade nicht leiden derzeit, zumindest nicht so, dass wir gar nicht praktizieren können. Und dass wir uns nochmal klar machen, dass wir auch gar nicht in so großer Not leben, also wie viele Menschen leider, ja, auch nicht im Krieg sind im Moment. Und das bedeutet, dass sich die meisten Menschen auf der Welt auch schon mal gar nicht mit solchen Inhalten beschäftigen können, auch gar nicht auf sie treffen, dass sie in Unfreiheit leben, dass es in manchen Ländern sogar verboten ist, Spiritualität, dass man spirituell sich weiterentwickeln darf. Und wenn man das sieht, auch über lange Zeiträume, dann könnten wir auch ein gewisses Vertrauen in den Dharma entwickeln, was ja viele Menschen schon mal gar nicht haben, aber ihr habt es offenbar, ihr seid ja hierher gekommen heute Abend und ihr habt Interesse an tieferen Dingen und an Spiritualität und ihr wollt zumindest Veränderungen, ja? Ihr wollt quasi auch im Leben eine hohe Qualität geben und ihr wollt quasi auch mit den Widrigkeiten des Lebens konstruktiv umgehen und ihr wollt quasi dieses Leben wirklich mit einem Sinn versehen. Und das nennt man kostbares Menschenleben, wenn man das erkannt hat, wenn einem das wirklich klar ist. Ja, insofern sagt auch Thokme Sangpo, der Meister, in den 37 Übungen der Bodhisattvas, wie wichtig das ist, diese Chance jetzt wirklich zu nutzen, dass wir sehr gute innere und äußere Umstände erlangt haben und dass wir uns nochmal freuen können an dieser Möglichkeit. Und heute wollen wir so einen Anker in uns entwickeln, nämlich die Anbindung an das große Mitgefühl, den Buddha des großen Erbarmens, Chinresik. Und werden gleich eine Meditation dazu durchführen. Und wir können vielleicht noch mal als kurze Zusammenfassung, bevor wir in die Meditation direkt eintreten, sagen, jeder Mensch hat ja ein gewisses Mitgefühl zur Verfügung. Das ist bei jedem Menschen wirklich vorhanden. Es ist eine Art Samenkorn, das jeder Mensch erstmal mit sich hat. Aber dieses Mitgefühl, das muss heranreifen, es muss herangezogen werden, wie ein kleines Kind. Und es muss genährt werden mit Wasser, mit Nährstoffen, mit Licht, mit guter Erde. Ja, so ist das auch mit unseren inneren Dingen, mit dem Samen für unser Mitgefühl, unsere Anlage, die heranreifen soll. Und die Praxis von Avalokiteshvara dient dazu, dass unser Mitgefühl stärker wird, dass es weiter zunimmt, dass wir das große Erbarmen, das eigentliche Wesen von Avalokiteshvara in uns selber wirklich wachrufen und entdecken. Der Same ist da. Wir müssen es nur nähren und noch weiter entwickeln, dass es vollständig zunimmt. Und wenn es vollständig entfaltet ist, entwickeln wir das gleiche Bewusstsein wie Avalokiteshvara. Ja, und das wollen wir heute Abend tun. Das werden wir einmal mit der gleich angeleiteten Meditation machen. Ihr könnt euch auch gern noch mal recken und strecken, mal aufstehen, vielleicht auch noch mal rumgehen. Mitgefühl bedeutet der Wunsch, man selber und andere mögen glücklich sein. Allgemein ist im Leben eben Mitgefühl von außerordentlicher Bedeutung. Und wenn man dann sogar den Segen hat, dass man mit dieser Praxis von Avalokiteshvara wirklich in Berührung kommt, dem großen Erbarmen aller Buddhas konfrontiert ist und das praktiziert, dann wird das Ganze natürlich noch viel wertvoller. Und man kann sich vorstellen, wie wertvoll das ist, wenn wir einen Schutz brauchen des Geistes. Ein Mantra nennt man ja auch Schutz des Geistes. Om Mani Padme Hum ist ein Mantra, ein Schutz des Geistes. Und wie wird dieser Schutz aufgebaut oder hervorgebracht?
dass er uns zum Beispiel schützt, dieses Mitgefühl uns schützt, dass wir nicht mehr so ärgerlich werden oder so neidisch oder so eifersüchtig. Ja, das machen wir, indem wir uns immer weiter an diese Geisteszustände anbinden und sie im Alltag dann auch mal wachrufen können, wenn wir sie brauchen, durch Übung. Und das hilft tatsächlich, weil wenn wir großes Mitgefühl regelmäßig praktizieren, dann wird es irgendwann so sein, dass wir im Alltag denken, wenn wir ärgerlich werden und Mitgefühl einsetzen, das wäre schon mal Selbstmitgefühl als Gegenmittel dann, dass wir sagen, naja, Moment mal, ich bin ja Avalokiteshvara Praktizierender, da muss ich ja eigentlich meinen Geist auch ein bisschen zügeln. Da wäre es ja doch ganz gut, wenn ich nicht immer gleich aufbrausend reagiere oder in Resonanz gehe mit allen Negativitäten. Oder immer gleich körperlich, sprachlich quasi negativ reagiere auf die Situation. Und das machen wir natürlich schrittweise. Also wenn man so praktiziert, dass man sich immer wieder erinnert, dass man Praktizierender von Avalokiteshvara ist und dass schon mal nicht zu den schlimmsten Zornesausbrüchen kommt oder man sie zumindest verringern kann im Alltag, ja, dann merkt man mit der Zeit, dass der Geist gar nicht mehr so stark anspringt auf vermeintliche Schädiger oder Probleme. Ja, wir können uns dann immer mehr in diesen Geist zurückrufen, erinnern. Das nennt man Vergegenwärtigung, dieser wichtige Geistesfaktor, den ich eingangs genannt habe, neben der Selbstbeobachtung, den wir unbedingt brauchen. Ja, und dann werden auch die Leidenschaften abnehmen, der Geist wird ruhiger, friedlicher, man merkt, dass die Praxis vorangeht mit der Zeit und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und dann vertieft sich auch das Vertrauen in uns, wenn wir das dann auch merken, dass es uns besser geht. Und das wollen wir heute einmal versuchen einzuüben. Ihr habt euch schon in die richtige Position begeben. Ihr könnt euch auch zu Hause oder unterwegs, wo auch immer ihr seid, einmal in den Lotussitz oder in den Schneidersitz setzen oder entsprechend auf dem Stuhl sein und die Fußflächen fest und gerade auf den Boden bringen, sodass ihr halt einen guten Halt habt, euch geerdet fühlt. Und ich werde das ein bisschen anleiten und auch noch ein bisschen eingangs ein paar Worte dazu sagen, wie wir uns gut hinsetzen können dabei und euch einmal durch die Meditation führen. Ja, wir haben uns einmal so hingesetzt, wie es für Meditation geeignet ist, wollen unter dem Aspekt meditieren, wie stark wir von der Güte anderer Wesen abhängig sind. Das ist ein sehr kraftvoller Gedanke, um Mitgefühl hervorzubringen und letztlich den Erleuchtungsgeist, aus dem dann die Buddhaschaft entsteht. Und wir sitzen jetzt bereits auf dem Stuhl, die Füße gut auf dem Boden oder im Schneidersitz auf der Matte, haben die Hände in den Schoß gelegt, den Rücken recht aufrecht, aber nicht überspannt. Der Kopf fällt ein bisschen nach vorne. Wir beginnen, indem wir uns einmal des Atems bewusst werden. Entweder wie die Bauchdecke sich hebt und senkt oder wir spüren einmal zu der leichten Tastempfindung unterhalb der Nase. Und wir müssen den Atem auch nicht künstlich verändern, wir lassen ihn ganz natürlich fließen. Der Körper hat seine eigene Weisheit und weiß, wie das geht. Aber wir sind uns bewusst, dass wir ein- und ausatmen. Wir brauchen einmal nichts zu tun, nichts zu erreichen für unser Ego. Einfach nur zu atmen und dessen Bewusstsein. Das kann einen schon heiterer stimmen. Und wenn andere Gedanken entstehen, ist das ganz natürlich. Wir ärgern uns auch nicht darüber, sondern wir freuen uns, dass wir das einmal bemerkt haben mit Selbstbeobachtung und erinnern uns immer wieder daran, worauf wir uns eigentlich richten wollten
worauf wir aufpassen wollten. In diesem Fall der Atem. Und manchmal hilft es auch, die Atemzüge zu zählen. Eins für ein und aus, zwei ein und aus. Das können wir bis 10 machen und wieder von vorne anfangen. Und so wird unser Geist etwas ruhiger, neutraler. Überflüssige Gedanken kommen zur Ruhe und dadurch sind wir aufnahmefähiger. Und wenn der Geist einmal zur Ruhe kommt, dann ist auch wieder Raum für eine innere Freude. Einfach dadurch, dass der Geist zur Ruhe kommt, nicht so viele unnötige Gedanken sich macht, Konzepte hat. Da stellt sich schon von alleine Glückseligkeit ein. Wir müssen es nur erlauben. Und das versetzt uns auch in die Lage, eine analytische Meditation zur Entwicklung von Mitgefühl durchzuführen und zum Erleuchtungsgeist. Und dabei nehmen wir erstmal wahr, wie uns eine bestimmte Frage erscheint im Geist. Indem wir einfach nur wahrnehmen, wie uns diese Sache normalerweise erscheint, ganz unzensiert und ohne Beurteilung. Und was wir einmal auf uns wirken lassen wollen, ist die Frage: Ich und die anderen. Wie fühlt es sich an, ein Ich zu sein mit anderen? Wie gesagt, wir denken jetzt einmal nicht darüber nach, wie es sein sollte, sondern wir schauen einfach mal dahin, wie es sich spontan anfühlt in Bezug auf andere, dass da andere sind, wie die zueinander stehen. Und vielleicht kommen uns auch innere Bilder auf, ich, andere. Und wir lassen das einmal auf uns wirken, wie sich das normalerweise innerlich darstellt, ganz ohne Zensur. Sich als ein Ich zu fühlen, wo da auch andere sind. Und das mag für jeden etwas unterschiedlich sein, kann sogar widersprüchlich erscheinen. Aber tendenziell erscheint uns wohl unser Ich eher getrennt von den anderen. Vielleicht spüren wir die Grenze an der Haut oder wo auch immer man das klar trennen kann. Hier bin ich, da ist der andere. Vielleicht erscheinen uns die anderen etwas bedrohlich, dass sie unserem Ich gefährlich werden könnten, uns verletzen können. Aber jetzt fragen wir uns einmal, ob es unserer realen Lebenssituation entspricht, die eigentliche Realität, wie wir uns oft fühlen als getrennt und eher in einem Konkurrenzverhältnis oder schwierigen Verhältnis zu anderen, als wenn uns andere bedrohen würden. Und dann schauen wir uns mal an, was uns täglich so passiert. Zum Beispiel, als wir die letzte Nahrung zu uns genommen haben. Da kommen Nahrungsmittel vom Feld, die kommen über Händler zu uns, Tiere sind auch daran beteiligt. Vielleicht haben wir auch jemanden gehabt, der es für uns zubereitet, es für uns hergestellt hat oder unter Zuhilfenahme von modernen Mitteln, unserem Herd oder von Maschinen, die entstanden sind aufgrund einer sehr langen Tradition von Technik, von Wissenschaft, wie auch die Pflanzen, die einmal kultiviert worden sind, sodass wir sagen können, dass beim Genießen einer einfachen Mahlzeit
zahllose andere Wesen tatsächlich daran beteiligt waren, dass wir das genießen können, dass wir das bekommen konnten, dass wir unser Leben aufrechterhalten können. Sonst wäre das gar nicht möglich. Und Teile dieser Mahlzeiten sind sogar von anderen Wesen, wenn wir Fleisch essen, auch Honig und Milch. Aber das trifft nicht nur auf Nahrung zu, auch die Kleider, die wir tragen, haben wir nicht selber gemacht. Sie kommen von Tieren wie Wolle und Leder, die wir genommen haben. Sie sind gefertigt worden über modische Traditionen, wie man Kleidung herstellt. Und so geht das weiter über Unterkunft, unser Haus, in dem wir uns befinden, unsere Wohnung, in der wir wohnen. Das haben wir nicht selber gebaut, das haben andere für uns hergestellt. Inklusive allem wie Heizung, wodurch wir es im Winter warm haben. Und nur wenn alle funktionieren, wie Wasserwerke, Elektro, nur dann können wir uns warm halten. Allein wäre das auch nicht möglich. Auch nur kurzfristig so einen Winter zu ertragen oder zu überleben. Und so können wir sagen, dass alle unsere grundlegenden körperlichen Bedürfnisse gedeckt werden, nur durch die Beziehungen zu anderen Personen, die uns das möglich machen. Und gerade heute in der hochkomplexen Gesellschaft, da hängen wir alle vollkommen zusammen. Sobald eine Lieferkette auseinandergeht, bekommen wir Probleme. Wir sind alle aufeinander angewiesen, hängen alle zusammen. Und man kann sagen, dass wir auf die Güte der anderen angewiesen sind. Sie zumindest sehr nützlich sind für uns. Wenn sie nicht da wären, könnten wir nicht bekommen, was wir wirklich brauchen. Allein für unser körperliches Überleben. Aber das gilt nicht nur für unser physisches Leben. Es gilt noch viel mehr für unser geistiges Leben. Alleine wenn wir Unterhaltung oder Entspannung suchen, dann machen wir den Fernseher an oder auch das Internet. Alle diese Dinge funktionieren nur, weil es andere zur Verfügung gestellt haben. Wir ziehen Informationen daraus oder amüsieren uns damit. Und wenn wir tiefere Interessen haben, dann nehmen wir uns ein gutes Buch, das jemand für uns geschrieben hat, vielleicht schon vor Tausenden von Jahren wie die Schriften, wodurch wir einen Sinn im Leben finden können. Und wir finden Orientierung, Kultur, insbesondere Dharma-Bücher, die andere vor langer Zeit für uns hergestellt haben, wie Chandrakirti, der über das große Mitgefühl spricht, wo wir nur zugreifen müssen und Dinge lernen, auf die wir alleine nicht kommen würden. Und dass wir diese Dinge verstehen können, das ist, weil wir eine Sprache zur Verfügung haben, weil wir schreiben und lesen können. Und das geht natürlich zurück auf andere Wesen, die uns das beigebracht haben. Und die menschliche Sprache ist in der Evolution über viele zigtausend Jahre zusammengekommen, entstanden. Und wir sind heute das Resultat dieser Entwicklung, wie auch unser Körper letztlich aus dem Tierreich kommt. Und vielleicht denken wir, mein Körper gehört nur mir, der ist von anderen getrennt. Aber der ist überhaupt nicht getrennt. Wir haben ihn nur angenommen von unseren Eltern, die ihn angenommen haben von unseren Vorfahren. Und unser Geist ist einfach nur dazugekommen, hat sich mit dem Körper vereint, nimmt ihn an als seinen. Aber dass der Körper von anderen Mitwesen und der Umwelt vollkommen getrennt ist, das ist wirklich eine Illusion. Und er wird auch wieder in diese Welt eingehen. Und ist vollkommen verbunden damit.
Und wenn wir das alles so wahrnehmen, auf vielfältigste Art, was wir alles von anderen bekommen, wie wir mit ihnen verbunden sind, dann mag sich die ursprüngliche Wahrnehmung von Trennung etwas relativieren, dass wir uns mit anderen verbundener fühlen, vielleicht etwas näher gerückt sind, vielleicht auch dankbar, was wir alles von anderen bekommen. Das habe ich noch nie bedacht, das habe ich noch nie so gefühlt. Und in einem gesunden Geist entwickelt sich dann eigentlich Dankbarkeit, wenn man etwas von anderen bekommen hat. Und aus der Dankbarkeit kommt relativ natürlich beim Menschen, die ein bisschen Kultur haben, der Wunsch, etwas zurückzugeben. Ohne die anderen kann ich gar nicht existieren. Und in ganz überwiegender Zahl sind die anderen sehr, sehr nützlich für mich, sehr hilfreich. Und da kommt der Gedanke in uns auf, da möchte ich etwas zurückgeben und beitragen, wenn man von anderen so viel kriegt. Dann ist es ganz natürlich, dass man erwidern möchte, diese Güte. Und wenn wir uns dann fragen, was wollen die anderen? Was könnte ich ihnen geben, über Weihnachtsgeschenke hinaus? Dann kommt heraus, sie wollen tief innen glücklich sein. Und das Beste wäre, wenn wir dazu beitragen, dass sie glücklich sind und nicht leiden müssen. Und wenn wir das einmal auf uns wirken lassen, so entstehen Liebe und Mitgefühl, so konzentrieren wir uns auf den Wunsch, mögen alle Wesen, die aufs Engste mit mir verbunden sind, glücklich sein und nicht leiden. Ganz unabhängig davon, ob wir die Leute kennen oder nicht. Wir können davon ausgehen, dass sie alle gleich darin sind, dass sie glücklich sein wollen und nicht leiden wollen. So wie wir alle in diesem Raum sitzen und über diesen Raum hinaus. Und dass sie uns potenziell alle sehr nahe stehen, auch wenn wir sie nicht weiter kennen. Wir können uns wirklich global auf alle beziehen. Und dann können wir noch einen Schritt weiter gehen. Es reicht doch nicht aus, dass ich den Wesen Glück wünsche eigentlich. Muss ich selber versuchen, Verantwortung zu übernehmen. Dass ich den Wesen wirklich Glück geben kann, die universelle Verantwortung, von der Dalai Lama so oft spricht. Aber dann wird uns bewusst, dass wir im Moment noch nicht mal für uns selber Verantwortung tragen können, geschweige denn für andere. Und da fragen wir uns, wer könnte diese Verantwortung tragen? Dann wird uns klar, wenn wir ein Buddha wären, dann könnten wir die Verantwortung tragen. Dann wüssten wir genau, was nützlich ist für die Wesen. Dann könnten wir ihr Karma erkennen, ihre Anlagen, ihre Wünsche, den Dharma so lehren, wie es hilfreich für sie ist. Dann hätten wir alles zur Verfügung. Etwas abgemildert können wir auch sagen, ich habe den großen Wunsch, mich selber geistig weiterzuentwickeln, weil ich dann zunehmend die Mittel und die Fähigkeiten in der Hand halte, um den Wesen helfen zu können. Das ist der Wunsch nach eigener Weiterentwicklung bis zur Buddhaschaft. Und das umschließt natürlich unser eigenes Glück, die eigene Befreiung und Leidfreiheit. Und auf diese Einstellung konzentrieren wir uns noch einmal, wie jetzt aus der Betrachtung, die zu Liebe und Mitgefühl geführt hat, letztlich der Wunsch nach Buddhaschaft entsteht, der einen zum Bodhisattva macht, der auf dem Weg zur Buddhaschaft ist und über die Übung der 6 Vollkommenheiten schließlich entstehen wird. Das lassen wir noch mal kurz auf uns wirken, diesen Entwicklungsweg innerlich und dass wir das selber sein können. Aber jetzt geben wir uns erstmal zufrieden, inwieweit ein Impuls gesetzt wurde in uns, diese Entwicklung des Erleuchtungsgeistes
wie er im Lamrim, dem Stufenweg zur Erleuchtung, beschrieben wird, aus dem Mitgefühl heraus und wie ihn auch Chandrakirti beschrieben hat. Wir sammeln Anlagen. Wir neutralisieren jetzt zunächst unseren Geist, nehmen noch einmal den Atem wahr, nehmen auch wieder unseren Körper wahr und kommen mit unserer Aufmerksamkeit in den Raum zurück und freuen uns, dass wir diese guten Anlagen gelegt haben und wollen das auch noch gleich widmen. Ja, ihr könnt euch wieder recken und strecken, ein bisschen in die Bewegung gehen. Also wenn man im Mahayana von der Motivation sich befindet, in dieser großen Verantwortung und in diesem Wunsch, dass man vielleicht irgendwann in der Lage sein wird, allen Wesen mit seinem Tun zu helfen, sie zu unterstützen auf dem Weg zum persönlichen und kollektiven Glück. Das ist die große Motivation, wo man die Übungen und Praxis auch für andere macht, nicht nur für sein eigenes Glück oder die eigene Leidfreiheit und Befreiung. Das ist das große Fahrzeug. Und was immer man im Dharma praktiziert, in welche Richtung das Ergebnis geht, das hängt von der Widmung ab, die wir gleich sprechen wollen. Und die findet ihr auf der Seite 119 im roten Gebetsbuch. Die werde ich auch gleich laut sprechen. Und ich freue mich, wenn ihr sie mitsprechen mögt, weil die Dinge laut auszusprechen macht viel mit unserem Inneren. Das verankert nochmal das gehörte Gut, setzt nochmal gute Anlagen und sorgt dafür, dass sich diese positiven, heilsamen Potenziale potenzieren mögen, dass wir sie auch erinnern, immer wieder wachrufen können, uns anbinden an heilsame Geisteszustände. Und deswegen heißt es auch, welchen Dharma man auch immer praktiziert, diese Widmung entscheidet, in welche Richtung das Ergebnis gehen wird, das Resultat unserer Bemühungen. Deswegen zitiert Ken Rinpoche oft Nagarjuna, Meister Nagarjuna. Das heißt, die Widmung ist wie die Zügel, in welche Richtung unser Pferd geht. Das heißt, das Pferd, das bewegt sich schon, das macht es, aber in welche Richtung es geht, ist davon abhängig, wie die Zügel die Richtung vorgeben, wie wir sie lenken. Und es hängt davon ab, wie man die Zügel einsetzt, ja, und in diese Richtung führen wir eben entsprechend die Widmung. Und man muss dann, wenn man viel Heilsames getan hat, wie wir heute Abend, dann sollten wir das einmal gut widmen, das ist der erste Punkt. Und was man dann noch braucht nach der Widmung ist, dass wir uns daran wirklich erfreuen, was wir heute Abend gemacht haben. Dass wir wirklich mal in die Freude gehen und auch ein bisschen stolz auf uns sind im positiven Sinne. Keine Eitelkeit, sondern dass wir uns einfach freuen, dass wir uns die Zeit heute Abend genommen haben, dass wir uns was Gutes getan haben und dass wir uns wirklich in die Richtung auf das Heilsame bewegen, in Richtung von Liebe, Mitgefühl und Weisheit. Und das wird seine Früchte tragen, das wird seine Konsequenzen haben im positiven Sinne. Und das Erfreuen ist eigentlich die höchste Übung, die dazu führt, dass das Heilsame sich weiter vermehrt, dass wir noch viel mehr Potenzierung haben dieser heilsamen Anlagen. Und das solltet ihr auch täglich machen, also ihr solltet eure kleinen Erlangungen, eure kleinen Schritte, die ihr nach vorne macht in Richtung auf das Heilsame, was immer ihr Gutes tut, euch einfach darüber mal freuen und wirklich darüber ein bisschen feiern. Und das ist ganz wichtig, weil wir brauchen diese nährende Kraft der Freude und sollten sie nicht zu klein oder zu gering schätzen, auch die kleinen Schritte nicht, und sollten dafür sorgen, dass wir ein wenig in diesen göttlichen Stolz näher heranrücken und dass wir uns klar machen, dass wir irgendwann diese großen Resultate erlangen werden, dass das wirklich möglich ist, auch wenn wir uns nicht immer danach fühlen. Ja, wir gehen immer kleine Schritte, aber steht der Tropfen, höhlt den Stein. Wir werden das Ergebnis erreichen. Ja, und ich möchte noch mal zum Abschluss hin ganz lieben Dank an Christopher sagen für die Aufnahme. Du möchtest wahrscheinlich gleich noch was fragen, ich sehe es. Genau, es gibt noch eine Frage, die habe ich jetzt ganz lang rausgezögert. Ja, und zwar ist die Frage, wie steht Gleichmut und Mitgefühl zueinander? Ja, das ist natürlich fast ein Vortrag für sich, aber ich möchte es kurz beantworten, soweit ich es eben jetzt kann.
in der Kürze der Zeit. Also man sollte, bevor man zum Beispiel ins Tantra geht, braucht man ja vor allem erstmal einen stabilen Geist natürlich, einen geerdeten Geist, einen, der Kraft hat und der eine gewisse geistige Kraft aufbringen kann. Und deshalb gibt es ja viele Tugenden, die wir hier einüben, wie heute Abend eben das Mitgefühl. Und den Geist muss man immer weiter pflegen. Das heißt, im Moment ist unser Geist eigentlich ein bisschen unausgeglichen und ungeerdet. Und wir haben ganz oft die Situation, dass wir Anhaftung haben an unsere Freunde und Abneigung haben gegen die, die wir nicht zu unseren Nahestehenden zählen oder zu unseren Freunden zählen. Und das bedeutet, dass unser Geist im Moment sehr unausgeglichen ist und ungleichgewichtig und eigentlich immer hin und her geworfen wird. Von mag ich nicht. Anhaftung, Abneigung. Und wir sehen oftmals nicht alle Wesen als gleich nah oder liebenswürdig oder gütig an. Wenn wir das aber täten, dann gelangen wir dahin über die Übung des Gleichmutes. Ja, der Gleichmut ist eine der vier Unermesslichkeiten. Unermessliche Mitfreude gibt es noch, unermessliches Mitgefühl und dann eben auch den unermesslichen Gleichmut. Und man sollte eben gegen dieses Missverhältnis, gegen dieses Extrem von Freund-Feind-Denken versuchen, den Gleichmut wirklich zu praktizieren, dass man nicht mehr so große Ausschläge hat in die eine oder die andere Richtung, sondern dass man allen Wesen mit einer gleichmäßigen Sympathie entgegentreten kann und sie zumindest so betrachtet, dass sie alle glücklich sein wollen und kein Leiden wollen. Selbst wenn wir die Person nicht mögen und sie uns eher als Schädiger vielleicht vorkommt oder als Feind sogar uns vorkommt. Dass wir versuchen, das ein bisschen auszutarieren und nicht nur unsere Liebe und Hingabe oder unsere Nähe gegenüber den ganz nahen Personen verteilen, sondern dass wir versuchen, da die Anhaftung ein bisschen zurückzunehmen und dann eben von den Personen, denen wir abneigen, gegenüber ein bisschen mehr Hingabe hinzugeben, ein bisschen mehr Liebenswürdigkeit, ein bisschen mehr diese Person, die uns stört, als im Mitgefühl zu betrachten, in ihren Sorgen, in ihren Ängsten, als kleines Kind sie zu betrachten, als beschützenswert vielleicht. Und das machen wir durch den Gleichmut, dass wir eben ein bisschen, der Gleichmut ist äußerst wichtig, wenn man mal in die Richtung vom allumfassenden Mitgefühl wirklich kommen will, baut das alles auf dem Gleichmut auf, dann kommt Liebe und Mitgefühl, dann kommt das große Mitgefühl, dann kommt die außerordentliche Geisteshaltung und dann haben wir den Erleuchtungsgeist, das Bodhicitta erlangt. Und um da hinzukommen, müssen wir ja erstmal eine gewisse Unparteilichkeit in uns entwickeln, dass wir eben nicht immer alle bevorzugen, die wir so gerne mögen und alle benachteiligen, die uns so ziemlich auf den Geist gehen. Sondern wir versuchen das ein bisschen zu verringern, diese Ausschläge, indem wir sozusagen die große Praxis des großen Erbarmens, die sich auf sämtliche Lebewesen ausrichtet, mit dem Gleichmut starten. Ja? Und da und dieses Missverhältnis einmal ausbalancieren. Und dann gehen wir über Metta, über liebevolle Güte, erstmal zu uns selbst, ja, dass wir ein gesundes Selbstwertgefühl haben, dass wir uns selber schätzen in dem, was wir hier tun, dass wir ja liebevoll auf uns selber schauen können und wohlwollend. Gerade wenn wir das nicht so oft spüren, sollten wir Metta für uns selber machen, sollten wir uns in unseren Qualitäten betrachten und in dem, was schon gut läuft. Und die Mängel, die wir eben oft in unserer Gesellschaft so, ja, uns kritisch beäugen, uns selber, aber auch andere, die sollten wir eben nicht auf die Fehler von uns oder anderen so stark schauen, sondern sollten einfach in den eigenen Geist gucken und die eigenen Qualitäten erstmal heben und wirklich sichtbar machen. Und wenn wir das ganz gut können, dann können wir Metta ausdehnen, dann können wir diese Liebe ausdehnen erstmal zu, ich sag mal, Leuten, die uns eigentlich relativ gleichgültig und egal sind, zum Beispiel an der Supermarktkasse die Verkäufer, die es dort gibt, die Verkäuferin. Oder eben Leute, mit denen wir nur ganz flüchtig zu tun haben, die wir eigentlich selten treffen oder auch quasi, die uns nicht so nahestehend am Herzen sind. Und dann dehnen wir das sogar noch auf, wie Jesus eben die Feindesliebe entsprechend Lojong-Praxis benannt hat. So machen wir das im Buddha-Dharma auch, dass wir eben sogar schwierige Personen in unsere Liebe mit einschließen und in unser Mitgefühl. Das ist natürlich die gehobene Übung, die fortgeschrittenen Übung, die auch in der Tat nicht so einfach ist. Aber dass wir es mal versuchen mit dem Ansatz, jeder hat die Buddha-Natur, jeder Mensch hat das Verlangen, glücklich zu sein, dieses tiefe Bedürfnis, sich verbunden und glücklich zu fühlen und möchte einfach nicht leiden. Und dass wir diesen Menschen dann als entweder alten Menschen betrachten oder als kleines Kind, wenn wir ihn als Schädiger zum Beispiel empfinden. Wir können ihn auch uns vorstellen mit einem Schutzmantra um uns selber herum, dass dieser Mensch uns nichts mehr tun kann, dass wir unverletzbar sind, dass wir den Schutz des Geistes haben, der das Mitgefühl ist oder die Geduld. Und dass wir dann versuchen, wirklich ein bisschen
gleichmütiger auf diese Person zu gucken, die uns vielleicht geschadet hat einmal im Leben. Und wenn wir das Metta dann entwickelt haben, also die liebevolle Güte zu uns selbst, zu den neutralen Personen und dann vielleicht sogar noch zum Schädiger, dann gehen wir mehr in die Richtung vom liebevollen Mitgefühl, dass wir können ja Liebe und Mitgefühl gar nicht trennen, die gehen Arm in Arm, die gehören zusammen. Und da würden wir dann mehr ins Mitgefühl gehen und den Aspekt betrachten, keiner möchte leiden. Ja? Alle Wesen stecken zutiefst im geistigen Leiden drin. Wenn ihr euch umschaut, ihr müsst euch nicht nur die Leute anschauen, die gerade krank sind. Ihr könnt die Nachrichten gucken, da wisst ihr ganz genau, was los ist auf der Welt. Und da seht ihr ganz genau, wie bedürftig alle Menschen eigentlich sind. Und selbst die Leute, die uns immer so mächtig vorkommen oder so stark, vielleicht unsere Chefs, Chefinnen, vielleicht jemand, der uns sehr dominant vorkommt oder sehr so erscheint, als ob er alles hätte im Leben, was man sich wünschen kann. Jeden Reichtum, jede Macht, jedes Geld und den schönen Partner an der Seite, Attraktivität und so weiter. Auch diese Menschen leiden unglaublich. Das können wir ja schon daran erkennen, wie viele Menschen alles besitzen, vielleicht irgendein Hollywoodstar, und die dann doch in tiefe Depressionen geraten oder sich nicht mehr zu helfen wissen. Also alle Wesen, könnt ihr euch vorstellen, sind in Samsara und leiden eben unter störenden Emotionen und negativen Eindrücken in ihrem eigenen Geist und leiden auch unter Dingen, die auf sie zukommen, an Schwierigkeiten. Und da können wir uns durchaus mal klar machen, dass wir mal versuchen, nicht mehr so extrem parteiisch zu sein, sondern wirklich zu versuchen, in dieses Mitgefühl für alle reinzukommen und sie eben auch in ihren Schwächen zu betrachten und in ihrem Wunsch, in ihrem tiefsten Bedürfnis, Leiden zu überwinden und glücklich zu sein, stabiles Glück zu erlangen, nicht nur vorübergehendes Glück. Ja, und das möchte ich erstmal zum Gleichmut sagen. Das ist eben die Voraussetzung für alles Weitere. Und wir können das, wie gesagt, im Alltag mal üben, wenn wir Leuten im Bus begegnen oder in der U-Bahn und wir finden sie komisch, dass wir uns mal erinnern, jeder hat die Buddha-Natur und selbst die Leute, die uns schaden, unfreundlich sind oder die uns anmeckern, die uns Hindernisse machen im Leben, dass sie trotzdem eigentlich liebenswerte Wesen sind, die ihre Qualitäten haben, eben auch ihre Fehler haben, weil sie eben diese Unwissenheit in sich tragen und auch diese Schwierigkeiten umwölkt sind davon. Und dass es, wie schön wäre es, wenn sie frei davon wären, wenn sie wirklich ihr Herz öffnen könnten durch Mitgefühl und wirklich auf einen offen zugehen könnten und einem diese Liebe zurückgeben könnten. Aber jeder hat seine Blockaden und seine Schwierigkeiten auf dem Weg und wir können erstmal nur bei uns selber bleiben, ja? Und unseren Geist selber ausrichten und selber versuchen, in diese Qualität zu kommen. Und dadurch werden wir dann letztlich eine innere Freiheit erfahren und auch unabhängiger von solchen Störenfrieden oder störenden Situationen oder Schwierigkeiten im Leben. Wenn du innere Freiheit hast und quasi bei dir bist und dich aus einem normalen alltäglichen Bewusstsein switchen kannst in ein Bewusstsein von Mitgefühl oder Geduld, dann hast du einen Schutz des Geistes. Und dieser wird dich durchs Leben tragen. Das ist ganz wichtig. Und so hoffe ich, dass ihr einiges an positiven Eindrücken für euch in euer Herz aufnehmen konntet heute Abend und dass ihr das mit nach Hause tragt und euch an das ein oder andere erinnern könnt. Ihr könnt sonst die Aufnahme auch gerne noch abrufen und euch vielleicht als Hilfestellung nehmen. Und es ist durchaus hilfreich, wenn man am Tag mehrere Male, wann immer ihr Zeit habt, wann immer eine Glocke läutet, wann immer ihr 5 Minuten Pause macht, einmal euch zurückzieht in euren Innenraum, den euch keiner nehmen kann, und einmal eine dieser Übungen wirklich aufruft im Bewusstsein und nochmal präsent macht und nochmal versucht, vom Kopf ins Herz zu bringen, ins Gefühl zu kommen und zu spüren, wie sich das anfühlen würde, dieses Mitgefühl oder die Geduld oder Metta zu sich selbst oder einfach nur geistige Ruhe, Stille, die Gedanken und Emotionen und Konzepte ziehen lassen wie Wolken am Himmel und nicht zu ernst nehmen, was das Kino uns zeigt, was da so passiert an großen und kleinen Verwirrungen. Und damit möchte ich heute schließen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja, freue mich, dass ihr heute die Zeit euch genommen habt, dass ihr hier wart und wünsche euch ein gutes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche.
Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne eine Spende geben. Ihr könnt dieses Projekt, was ich als sehr wertvoll empfinde, mit unterstützen über PayPal. Der Link wird auf YouTube angezeigt. Und ihr könnt auch gerne die ein oder andere Anregung versuchen, in eure Praxis aufzunehmen. Und das ist eigentlich das Ziel, dass ihr in die Praxis kommt. Und gerne könnt ihr am Montag dann zur stillen Meditation am Montag um 19 Uhr in die Güntherstraße kommen. Und am Freitag gibt es dann wieder einen Vortrag mit Meditation angeleitet um 19 Uhr, der dann gestreamt wird. Also herzlichen Dank. Ja? Danke für die Aufmerksamkeit und lasst es euch gut gehen. Ja, ich danke euch. Ja? Jetzt wollen wir noch die Widmung sprechen. Ja, Seite 119. Nicht alle haben vielleicht das Gebetsbuch vorliegen, das rote. Und ich spreche die Widmung laut für alle Wesen. Wir wollen diese heilsamen Bemühungen in uns verankern und vermehren lassen. Und deswegen ist es gut, wenn wir alle jetzt zusammen sprechen, wenn ihr es möchtet. Mögen durch die Kraft dieser Bemühungen alle Wesen von zerstörerischem Tun und Denken ablassen und in Freundschaft, Liebe, Mitgefühl und Harmonie zusammenleben. Mögen alle Wesen Kraft dieser Bemühungen, verdienstvolle Handlungen und Weisheit sammeln können und mögen sie die zwei heiligen Körper erlangen, welche aus verdienstvollen Handlungen und Weisheit entstehen. Möge der Dalai Lama, der große Ozean, der Halter der Lehre lange leben. Möge der Geist der Einsichtsvollen sich wie ein Lotus entfalten und möge unter der Sonne von Belehrungen und Praxis allen 10 Himmelsrichtungen Glück beschieden sein. Vielen Dank Christopher für deine Unterstützung und vielen Dank euch allen, die ihr hier seid und euch mit uns verbindet zur Praxis. Ja?